wird ein tolles Fest. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Ich fürchte, nein. Okay. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Rose. Happy Birthday to you. Oh, das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Ihr Jungs seid die Besten. Ist das etwa eine Schokocremetorte? Du hast sie mitgebracht. Wünsch dir was und blass dabei die Kerzen aus. Oh, genau, genau. Ich wünsche mir, dass das eine Schokocremetorte ist. Und jetzt kommen wir zu den Geburtstagsspielen. Ich weiß eins. Es heißt, trink so lange harte Sachen, bis der Abend nicht umsonst ist. Ich fang an. Noch nicht genug. Runde zwei. Onkel Charlie? Verschwinde. Hast du meinen iPod gesehen? Nein. Du vielleicht, Rose? Nein, tut mir leid, Jake. Oh, Mann. Guten Morgen, du Schlafmütze. Morgen. Und? Was gibt's Neues? Das nenne ich Kaffee. Guten Morgen. Es wird einer werden. Wessen Geburtstagstorte? Die von Rose. Oh, eine Überraschungsparty. Nein, ich glaube, sie sagt, komm. Morgen. Morgen. Hey, Kaffee? Hast du einen zum Mitnehmen? Mitnehmen? Ja, die Sache ist, ich war böse, böse. Böse, böse? Böse, böse. Es war ein Ausrutscher. Ich muss ein paar Tage verreisen. Und worauf bist du ausgerutscht? Auf Rose. Was? Ich bin auf Rose ausgerutscht. Ich meine... Warte. Du hattest Sex mit Rose? Bist du wahnsinnig? Welch kluge Frage. Jetzt muss ich zuerst meinen Pass finden und in Richtung Grenze fahren. Und du wirst Folgendes tun. Sag Rose, dass ich betrunken war, dass es mir leid tut und dass es keinen Grund gibt, mich zu verfolgen und mir die Eier an die Schenkel zu kleben. Wie früher. Nur, dass Sie es wissen, ich werde diesmal nicht mit Nagellackentferner an Ihnen rumwischen. Es war für uns beide kein Vergnügen, Bertha. Was hast du dir dabei nur gedacht? Gedacht? Ich habe gar nichts gedacht. Wir haben ein paar Tequila getrunken, haben geredet, das war ein netter Abend. Dann hat jemand ein Schaumbad vorgeschlagen. Jemand? Gut, vielleicht bin ich's gewesen. Und ehe ich bis drei zählen konnte, weckte Jake uns auf und suchte sein iPod. Was? Jake hat gesehen, dass du mit Rose im Bett warst? Nein. Na toll, das ist ja wunderbar. Und was soll ich ihm sagen? Wen interessiert das? Er ist schon 11, er wird's verkraften. Aber ich habe immer noch eine unbehaarte Stelle am Skrotum. Und damit du es weißt, es bringt gar nichts, wenn ich Haare drüber kämme. Morgen. Oh, na sowas, das ist ja Rose. Morgen, Rose. Hey, Geburtstagskind. Was schönes Geschenk gekriegt letzte Nacht? Die Party war wundervoll. Ist das nicht schön? Kann ich Ihnen irgendwas geben? Kaffee, Orangensaft oder vielleicht Sekundenkleber? Nein, ich muss gehen. Mein Dad geht mit mir zum Geburtstag essen. Oh, ist ja toll. Ich find's zwar schrecklich, dass du mich verlässt, aber ich find's super, dass du mit deinem Dad zusammen isst. Ein Dad ist was Tolles. Ich habe das Wort Dad viel lieber als Vater. Allerdings kann das Wort Vater auch viel schöner sein als das Wort Dad. Stell dir vor, du wärst in der Kirche und betest ein Dad unser. Charlie? Ja? Du redest irre. Wirklich? Hey, die beiden müssen's ja wissen. Ich weiß, dass die letzte Nacht für dich nichts Besonderes war. Deshalb habe ich keine Erwartungen an dich. Okay, gut. Und? Und nichts. Wir sehen uns. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh Gott, das ist noch schlimmer, als ich dachte. Was redest du? Sie war doch mit allem zufrieden. Bertha, sagen Sie es ihm. Sie ist verrückt. Er ist angeschissen. Onkel Charlie? Ja, Partner? Ich fände es cool, wenn Rose deine Frau wird.
Ja, Charlie, das wäre echt cool. Dann wäre ich bestimmt dein Trauzeuge. Wird den Ring für dich tragen und die Medikamente für sie. Oder kann man sich in Apotheken auch gleich trauen lassen? Hey, habt ihr schon mal über das Kinderkriegen geredet? Hören wir vielleicht bald das Getrappel von kleinen, verrückten Kinderfüßchen? Nein, Rose wird nicht seine Frau. Wieso nicht? Er hatte doch schon Sex mit ihr. Jake. Rose war nur bei mir im Bett, weil sie zu müde war, nach Hause zu gehen. Onkel Charlie, ich bin ein Spätentwickler und kein Idiot. Okay, schön. Du willst die Wahrheit hören? Charlie, bitte sei vorsichtig. Ein Mann und eine Frau müssen nicht heiraten, nur weil sie miteinander schlafen. Sie müssen sich nicht wiedersehen und sie müssen sich schon gar nicht ihre richtigen Namen sagen. Danke für deine Vorsicht. Nein. Langsam muss er die Fakten des Lebens kennenlernen. Welche Fakten? Dass du Dämlack bist und dass du was Dämliches gemacht hast? Darauf wollte ich doch gerade hinaus. Warum war das dämlich? Weil er mit einer Frau geschlafen hat, die er nicht liebt. Nein, weil ich mit einer Frau geschlafen habe, die weiß, wie die Alarmanlage ausgeschaltet wird. Und die keinerlei Skrupel hat, mir den Kopf zu rasieren, während ich schlafe. Was ist Skrupel? Geh, mach dich bettfertig. Hört sich schmutzig an. Du sollst gehen. Hey, Lady, ich kann Ihren Skrupel sehen. Charlie, tust du mir einen Gefallen? Welchen? Red mit meinem Kind nicht über Sex. Warum? Weil du ein Schwein bist. Okay. Was war das? Was war was? Ein Aufprall. Was für ein Aufprall? Na ja, so ein Aufprall. Als würde eine Verrückte in Ninja-Kleidern von einem Baum springen und in katzenhafter Gewandtheit auf dem Dach landen. Ich habe nichts gehört. Ich schon. Anscheinend hört ein Mann besser, wenn seine Eier in Gefahr sind. Komm schon, Charlie, du glaubst doch nicht, dass Rose was anstellt. Ich habe dir nicht mal die Hälfte erzählt von dem, was sie hier gemacht hat. Wieso denn nicht? Naja, wir brauchten einen Babysitter und ich wollte nicht, dass du Angst hast. Okay, ich bin ganz Ohr. Sie hat mal eine Möwe trainiert, die im Sturz flog. Oh Gott, da ist sie! Komm mit, Charlie. Ein erwachsener Mann wie du hat Angst vor einem kleinen Mädchen. Das darf doch nicht wahr sein. Vor einem kleinen Mädchen mit einer großen Möwe. Sie wollte mir die Augen aushacken. Hast du schon mal gesehen, wie so ein Vieh auf einen Picknickkorb runterstößt und eine Fritte klaut? So hat das ausgesehen. Charlie. So muss ich sie trainiert haben. Hat ein Foto von mir mit Fritten gespickt. Du machst dich lächerlich. Ach, wirklich? Wir werden sehen. Sind Sie Charlie Harper? Ja. Ich bin der Vater von Rose. Ich sehe nicht, wie wir da rauskommen. Und du? Sie sind also der Vater von Rose. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wir müssen uns unterhalten. Okay, klar, wenn Sie wollen. Ich bin diese Woche ausgebucht, aber vielleicht können wir nächste Woche was finden. Sofort. Oder sofort. Treten Sie näher, ich habe gerade einen Termin frei. Danke. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Gut, dann darf ich mir sicher einen kleinen Zungenlöser genehmigen. Bis Sie umfallen. Das habe ich vor. Tja, ich bin Charlies Bruder, Alan. Das freut mich. Mich auch. Ich habe nie mit Ihrer Tochter geschlafen. Das überrascht mich nicht. Okay, Vater von Rose. Nennen Sie mich Harvey. Okay, Harvey. Das ist einfach. Wie der große, unsichtbare Hase in dem Jimmy Stewart-Film. Wie hieß der doch gleich? Harvey. Genau. Depp. Der Film war wunderbar. Nur wenige wissen, dass es ein Theaterstück war. Und nach dem Film wollten sie ein Musical draus machen. Charlie? Ja, Sir? Setzen. Ja, Sir. Also. Was haben Sie für Absicht mit meiner Tochter? Oh, gleich ein Schwarzer. Scharfschütze. Find ich gut. Ah, Durst. Also, wo waren wir? Er möchte wissen, was du für Absichten mit Rose hast.
Danke. Also, ich würde sagen, dass meine Absichten gut sind. Jeder, der mich kennt, würde sagen, Charlie Harper hat die besten Absichten. Nur sind seine Handlungen für gewöhnlich egoistisch und eselhaft. Und wieder, Dankeschön. Okay, Harvey, hat mich gefreut, dass wir uns mal unterhalten. Setzen. Entschuldigung. Also, werden Sie meine Tochter jetzt heiraten oder nicht? Nicht. Nicht? Ja, ein wohlüberlegtes Nicht. Also, dann wollen Sie sie immer noch hinhalten, obwohl Sie schon 2 Jahre zusammen sind? Nein, ich würde sie... Moment mal, sagten Sie 2 Jahre? Hören Sie zu. Rose hat viel für Sie übrig und sie wird Sie nicht verlassen. Deshalb wäre es äußerst ehrenhaft, wenn Sie sie gehen lassen würden. Glauben Sie mir, Harvey, ich hab's versucht. Gott, wie habe ich das versucht? Und wo liegt das Problem? Sie lieben sie zu sehr? So ist es nicht ganz. Ich meine, sie ist eine wundervolle Frau und mir liegt auch viel an ihr. Aber sehen Sie, haben die billigen Plätze Pause? Charlie wollte schon oft Schluss machen, wirklich, Harvey. Aber auf eine Zurückweisung reagiert ihre Tochter nicht allzu gut. Und nicht allzu legal. Und zu meiner Verteidigung, wir reden nicht über eine langfristige Beziehung, wir reden über ein paar Nächte, wir waren betrunken und wie von Sinnen und es ist 2 Jahre her. Das ist Ihre Verteidigung? Ich sagte nicht, dass es eine gute Verteidigung ist. Sie müssen meinem Bruder verzeihen, er denkt mit seinem Penis und sein Penis ist ziemlich dumm. Das ist wahr. Jeder, der mich kennt, kann das bestätigen. Ich kann's bestätigen. Ach, was wäre noch... Rose, hast du deinem Vater gesagt, wir werden seit 2 Jahren zusammen? Ja, schon. Ich dachte, es hört sich besser an, als wir hatten einen One-Night-Stand und dann war ich 2 Jahre deine Stalkerin. Da hat sie nicht Unrecht. Daddy, hab bitte Verständnis. Ich hab nicht gewollt, dass du Mitleid mit mir hast oder mich mit jemandem verkuppeln willst oder mich einweisen lässt. Oh, Liebling, sowas würde ich doch niemals tun. Wir haben genug Geld, wir lassen dich zu Hause pflegen. Okay. Freut mich, dass wir alles so offen klären konnten. Ihr werdet bestimmt noch eine Menge zu besprechen haben. Deswegen will ich euch nicht daran hindern. Du? Warte kurz, Schatz. Hallo? Alan, du bist ja zu Hause. Wie schön. Hör zu. Ich bin gerade in der Nähe und weiß doch, wie Charlie es hasst, wenn ich unangemeldet bei euch auftauche. Und daher dachte ich, ich rufe vorher an. Ich werde es ihm sagen. Charlie, Mom kommt zu Besuch. Sag ihr, ich bin nicht da. Tag, mein Schatz. Oh, hallo, Rose. Hi, Evelyn. Daddy, das ist Charlies Mom, Evelyn. Evelyn, das ist mein Vater, Harvey. Harvey, freut mich sehr. Freut mich auch sehr. Und worüber reden wir? Naja, Charlie und ich, wir haben uns gestern die Kante gegeben und da hat jemand ein Schaumbad vorgeschlagen. Vielleicht bin ich's gewesen. Und dann waren wir beide die ganze Nacht zusammen. Verstehe. Sind Sie auf Ihre auch so stolz wie ich auf die meinen? Wir tun ja unser Bestes, um Sie großzuziehen, aber dann fahren Sie alleine den Highway des Lebens entlang. Wie wahr, wie wahr. Ich denke, Gott schenkt uns Kinder, damit der Tod nicht so eine große Enttäuschung für uns wird. Tja, Evelyn, sind Sie verheiratet? Im Moment nicht. Warum? Was haben Sie vor? Tja, wir könnten mit einem kleinen Dinner anfangen. Hört sich gut an. Aber wie wollen Sie aufhören, Harvey? Am liebsten gleichzeitig. Oh, er ist gut. Man. Hallo? Hi, Mom. Warte. Alan! Ja? Geh an die Tür. Jungs, wir haben ein Problem. Wir müssen reden. Was ist denn los? Ja, wir haben dich seit Tagen nicht mehr gesehen. Nicht, dass wir deshalb weinen. War nur eine Feststellung. Wie ihr wisst, war ich mit dem Vater von Rose zusammen. Ja, und? Wie war's? Ach, zu Anfang war es wundervoll. Er war zuvorkommend, charmant und wie ein wilder Stier in der Kiste. Weg mit dem Bild, weg damit. Schieb's nicht zu mir.
Eins war mir nicht klar. Dieser Mann ist emotional so stabil wie ein Käfig voller Ratten in einem brennenden Crack-Labor. Was hat er getan? Was hat er nicht getan? Okay, was hat er nicht getan? Wieder weggehen. Da poppen wir gerade mal ein paar Tage mit Viagra-Verstärkung und schon denkt er, er lebt mit mir zusammen. Er räumt meine Möbel um, er lässt sich seine Post nachschicken, er hat eine Satellitenschüssel installieren lassen. Hat er das NFL-Paket? Charlie, bitte, das ist nicht mehr komisch. Dieser Mann ist besessen von mir. Er lässt mich nicht mehr aus den Augen. Wo ich auch hingehe, ist er schon. Und dann setzt er so ein dämliches, verliebtes Grinsen auf. Ich würde ihn am liebsten als mit der Schaufel überziehen. Und was sollen wir da tun? Komm zu mir nach Hause und haut ihn mit einer Schaufel. Wäre es nicht einfacher, ihm Viagra zu geben, bis ihn der Schlag trifft? Charlie, mach dich nicht lächerlich. Das kann Monate dauern. Na los, Jungs, denk nach. Wie kriege ich diesen Affen wieder aus meinem Haus? Da kann nur noch eine Expertin helfen. Wie recht du hast. Rose! Ja, Charlie? Ausflug, komm. Oh, wie schön. Wir treffen uns in der Garage. Daddy? Oh, Rose, gut, du hast meine Adressänderungskarte gekriegt. Und da ist mein zweites Lieblingskind. Hallo, Harvey. Wo warst du denn, Schmusepuppe? Ich war Krankvorsorge. Ich war nur mal kurz weg. Ich hab dich gar nicht weggehen sehen. Doch nur, weil ich aus dem Waschküchenfenster rausgeklettert bin. Du kleines Kletteräffchen, du. Daddy? Wir sollten uns unterhalten. Ja, sofort, Schatz. Hey, Jungs, wie wär's mit einer Runde Football? Evelyn, hol unseren Gästen noch was Kaltes zu trinken. Aber natürlich, Schatz. Gartenschuppen, Schaufel, Müllsack. Daddy, jetzt hör mir mal gut zu. Okay. Daddy, du wohnst nicht hier. Doch, tu ich. Sieh mich doch an. Das haben wir doch schon mal gehabt, weißt du noch? Die hübsche Empfangsdame bei deinem Psychiater. Oh ja, Cheryl. Ihr Anwalt war gemein. Aber das hier ist was anderes. Evelyn und ich, wir lieben uns und wollen heiraten. Habe ich recht, Schmusepuppe? Nicht mal, wenn du der letzte Verrückte auf der Welt wärst. Jungs, wenn ihr wollt, nennt mich Dad. Kann Nein, danke. Nein. Daddy, sperr die Ohren auf. Okay. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich so in jemanden verliebt hat, dass man in ihn hineinkriechen will, als wäre seine Haut ein eng anliegendes Trikot mit Brustwarzen. Aber ich habe gelernt, dass nicht jeder für so eine große Intimität aufgeschlossen ist. Sieh mich und Charlie an, zum Beispiel. Wir haben vor 2 Jahren miteinander geschlafen. Dann haben wir gemerkt, dass wir besser Freunde wären und hatten nie wieder Sex. Nie wieder? Du warst zu betrunken. Ich wollte es dir irgendwann erzählen. Warum hast du mich in dem Glauben gelassen? Weil es überhaupt keinen Unterschied macht. Ich habe einen sehr langen Atem. Weißt du was, Schatz? Wenn Evie und ich heiraten, wird Charlie zu deinem Stiefbruder. Oh, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Wie aufregend. Rose, bleib bei unserem Plan. Okay. Daddy, ich habe es eigentlich nicht gewollt, aber ich habe jemanden mitgebracht für dich. Wen? Komm rein, Großmutter! Du hast Mutter mitgebracht? Ja, hab ich. Harvey, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst das Anwesen nicht verlassen, ohne mir Bescheid zu sagen? Ach, Mom. Genug gespielt, wir fahren nach Hause, steig in den Wagen. Aber Mom, ich will sie doch heiraten. Dieses Flittchen? Das glaube ich nicht. Wie war das bitte? Spiel mit, Mom. Ich werde jetzt bis 3 zählen, Harvey. 1, 2... Komm ja schon. Behalt den Mantel. Danke, ich habe keine Hose an. Harvey, willst du vielleicht, dass ich dich übers Knie lege? Na gut, bin schon weg. Er ist eigentlich ein guter Junge. Aber sowas passiert eben, wenn man seinen Cousin heiratet. Sie können von Glück reden, dass Sie Daumen haben. Tut mir leid, euch Umstände zu machen, aber es ist mir unheimlich, heute Nacht allein zu Hause zu sein. Kein Problem, du schläfst in meinem Zimmer. Und wo willst du schlafen? Ich werde schon jemanden finden. Ich bin kaputt, ich gehe mal schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Schatz. Nacht, Mom.
Schlaf gut, Schmusepuppe. Danke sehr. Danke. Ach, ich hab's gewusst. Ich hab keinen extra Schaum auf meinem Latte. Da kann man genauso gut einen Ritt auf einem Rennschwein bestellen. Weißt du, was ich meine? Charlie? Charlie? Ach, natürlich. Der Mann hat einen hitzesuchenden Gefechtskopf in der Hose. Ist es etwa zu viel verlangt, dass du in Hörweite bleibst, wenn wir einen Kaffee trinken gehen, damit ich keine Selbstgespräche führe wie ein Bekloppter? Und wieder führe ich Selbstgespräche wie ein Bekloppter. Hast du gesehen? Ja, alles klar. Frau, hübsch. Charlie hat gerne. Nein, Frau, umwerfend. Charlie, ihr kauft ein Auto. Okay. Ich dachte, wir gehen mal ein bisschen zusammen weg, aber deine Sucht nach bedeutungslosem Sex ist offenbar größer als das Vergnügen, mit deinem Bruder zusammen zu sein, der dich auch weiterhin gern hat, was da auch kommen möge, und der nebenbei deine größte Hoffnung für eine erfolgreiche Nierentransplantation ist. Du findest doch allein nach Hause. Wie kommst du auf die Idee, dass sie frei ist? Womöglich ist sie verheiratet, womöglich ist sie auch eine Lesbe oder ein Kerl. Hey, ich sehe weder einen Ring noch eine Freundin, noch eine Beule im Schritt. Entschuldige mich, jetzt wird Zeit, dass ich meinen Charme versprühe, auf dass die Liebe erglühe. Hi. Ich bin Charlie. Ist mir egal. Und Sie sind? Nicht interessiert. Woher wissen Sie das? Ich weiß es. Also dann? Denkst du, es wäre vorbei? Noch lange nicht. Oh, wie kann ich nur? Ich bin nur irritiert, weil mir noch nie jemand begegnet ist, der so abweisend ist. Tja, dann wirst du gleich was lernen. Also... Verschwinden Sie! Ich hab was gelernt, du hast recht. Es gibt keine Prüfung, Alan. Hören Sie, wenn Sie mich kennen würden und würden mir einen Korb geben, das könnte ich verstehen, aber schon einen Korb zu kriegen, weil man guten Tag sagt, die Pille kann man nicht so leicht schlucken. Soll ich sie Ihnen lieber als Zäpfchen einführen? Na ja, um ganz ehrlich zu sein... Auf Wiedersehen. Hey, hey, hast du das gehört? Was? Die Oper. Das war der Schlussakkord. Du würdest jetzt wohl aufgeben. Charlie, Elvis hat das Gebäude verlassen. Und die Frage, ob du aufgibst, stellt sich jetzt nicht mehr. Ja, und genau wegen dieser Einstellung schläfst du allein mit einer Ausgabe von Monstertitten unter deinem Kissen. Bleib aus meinem Zimmer. Waverly Tanzstudio, 3737 Waverly Street. Klar. Westwood Tanzakademie, 14001 Pico Boulevard. Was macht ihr da? Wir suchen alle Ballettschulen im Umkreis von 5 Kilometern um den Coffeeshop. Warum? Weil ich die Frau finden muss. Sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wenn dein Penis nur an einem Kleidungsstück von ihr schnüffeln könnte. Hör zu, ich kenne ihren Namen, Mia. Der stand nämlich auf ihrem Kaffeebecher. Ich weiß, dass sie Tänzerin ist, weil sie Legwarmer getragen und in einem Tanzmagazin gelesen hat. Ein Tanzmagazin macht sie noch nicht zur Tänzerin. Monster-Titten-Magazine haben sie doch auch zum Monster gemacht. Ich verbitte mir, dass ihr in meinem Zimmer rumschnüffelt. Verrat mir mal, warum du das alles auf dich nimmst, um eine Frau ausfindig zu machen, die sich weniger als nicht für dich interessiert hat. Eine Frau, die sich eindeutig von deiner bloßen Anwesenheit abgestoßen fühlte. Eine Frau, deren Haut sichtbare Falten geworfen hat, nur weil du neben ihr warst. Ja, aber hast du einen Blick auf ihren Hintern geworfen? Der war wie ein reifer Pfirsich. Das ist deine Antwort? Ihr Hintern sah für dich aus wie eine Frucht? Wörter, bitte. Wissen Sie, es ist so, bei Pfirsichen findet man oft eine Kerbe, die optisch eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Nein, Frauen danke, hat. Danke, ich kann es mir vorstellen.
Alan, weißt du, warum Sir Edmund Hillary den Mount Everest besteigen wollte? Weil er ihm wie eine reife Melone vorkam? Teilweise schon. Aber hauptsächlich hat er es nur deshalb getan, weil alle Welt dachte, es wäre unmöglich. Und worauf willst du raus? Wenn man eine Frau wie Mia leicht besteigen könnte, wäre ihr Kopf mit Fahnen übersät. Dann suchst du die Herausforderung. Genau. Keiner fotografiert den Fisch, der freiwillig ins Boot springt. Ich verstehe nicht. Ist sie jetzt ein Berg oder ein Fisch? Ist doch wurscht. Hauptsache, ich besteig sie. Und Sie, wieso fördern Sie so ein Benehmen? Wieso? Ich sag Ihnen, wieso. Weil Ihr Bruder die Verkörperung dessen ist, was unser Land groß gemacht hat. Nämlich krempeln wir die Ärmel hoch, wir schaffen's schon. Er verliert niemals den Mut, er hat immer sein Ziel im Blick und er weiß nicht, was aufgeben bedeutet. Und falls der Tag kommt, an dem es einem einfachen Mann nicht mehr erlaubt ist, dort hinauszugehen und den Acker einer kleinen Tänzerin zu bestellen, also dann will ich in so einem Amerika nicht mehr leben. Oh, beautiful for spacious skies, for amber whites of grain. Demi-plié? Grand plié. Okay, sehr schön. Und jetzt nochmal von vorn. Demi-plié? Demi-plié? Grand plié. Oh, das hat mir noch gefehlt. Schön weiter so. Hey, Sie sind Lehrerin. Hey, Sie sind Stalker. Oh nein, ich bin zufällig hier vorbeigekommen und habe zufällig ins Fenster gesehen. Und deshalb der Stadtplan. Ach, der. Ich war noch bei 8 anderen Ballettschulen, bevor ich das richtige Fenster fand. Okay, ich gebe zu, man könnte das als Stalking interpretieren, aber auch zum Beispiel als ausdauernd, beharrlich, enthusiastisch. Völlig bescheuert. Ach, kommen Sie, schmeißen Sie mir einen Knochen hin, ich bin verliebt. Charlie. Sie wissen noch meinen Namen, das hat was zu bedeuten. Ja, ich habe ihn notiert für die Akte der Cops. Charlie, ich habe keine Zeit für Ihre Spielchen, ich bin viel zu sehr mit meiner Arbeit beschäftigt. Okay, reden wir über die Arbeit. Ich wollte schon immer tanzen lernen, können Sie es mir beibringen? Nein, leider nur Kindern. Ach, haben Sie vielleicht einen Kurs für große, zurückgebliebene Kinder, in den ich rein könnte? Na gut, ich wüsste noch was. Mein Neffe tanzt unheimlich gern, ein begabter Junge, bewegt sich wie eine Gazelle. Und wie alt ist er? Keine Ahnung, 11, 12. Er hat einen großen Kopf, schwer zu sagen. Ich find's schön, wenn ich einen Jungen im Kurs hätte. In dem Alter sind sie nicht leicht fürs Ballett zu begeistern. Wirklich? Jay kennt nur Ballett hier, Ballett dort. Ja, da bin ich sicher. Bringen Sie ihn doch morgen vorbei. Gern. Vielleicht können wir zwei hinterher... Charlie? Hören Sie gut zu. Wir zwei. Das wird nie, nie passieren. Verstehe. Bis morgen. Charlie an Basis. Ich beginne meinen Aufstieg. Na, wie schmeckt die Pizza, die Onkel Charlie extra für seinen kleinen Freund besorgt hat? Gut. Und zum Nachtisch habe ich noch einen Liter von dem Schokoladeneis, das du so gerne isst. Weiß nicht, bin ziemlich abgefüllt. Sicher? Vielleicht nach einem Pups. Was macht ihr da? Zu Abendessen. Hat er doch vor einer Stunde. Na, dann braucht er kein Frühstück. Doch, brauche ich. Du hast genug gegessen. Hey, Jake, weißt du, was ich gern mache, wenn ich mich vollgefressen habe? Was? Tanzen lernen. Charlie? Ja? Unter 4 Augen. Gut. Was gibt's? Schäm dich. War's das? Du hast die Frau gefunden und jetzt hast du den miesen Plan, meinen Sohn als Köder zu benutzen. Na und? Er zahlt keine Miete, da kann ein bisschen zur Hand gehen. Ich werde es nicht erlauben. Ach komm schon, es sind nur ein paar Ballettstunden. Ballett? Mein Sohn? Er hat eine gewisse Grazie, habe ich gemerkt. Er braucht doch gar nicht gut zu sein. Ich will ihn nur hinbringen. Eine Stunde, bitte. Weißt du was? Es spielt gar keine Rolle, was ich sage. Du wirst ihn nie zu Ballettstunden überreden. Aber wenn ich's kann, hältst du dich raus. Naja. Sehr gut. Hey, Jake! Okay, ich glaube, ich bin im Begriff, ein schlechter Vater zu werden. Ich habe eine Überraschung für dich. Doch nicht noch was zu essen. Mir wird allmählich schwindelig. Nein, du wirst was tun, was noch kein Junge in deiner Klasse getan hat. Da wette ich. Wenn es Sex ist, Mitchell hat seine Cousine nackt gesehen. Nein, es ist besser als Sex. Was? Woher soll er es denn wissen? Nein, du lernst Ballett tanzen. Wollen wir wetten? Okay, ich will's mal so sagen. Wie viel muss ich dir löhnen, damit du in den Ballettunterricht gehst? Ich will $10. Warte. Ich will $1000. Das ist unmoralisch.
Oh ja, ich bin's, der auf moralisch schwankendem Boden steht. Okay, ich gebe dir 500. Trefft euch bei der Hälfte. 250. Gut. Komm rein, na los. Ich will nicht mehr. Ich hab dich dafür bezahlt. Ich geb's dir zurück. Jake, wenn wir schon hier sind, kannst du es wenigstens versuchen. Ja, probier's aus. Wer weiß, vielleicht gefällt's dir. Das werde ich dir niemals verzeihen. Ich der einzige Junge hier bin, hast du mir nicht gesagt. Na und? Umso größer sind deine Chancen. Chancen? Worauf? Ich bin 11 Jahre. Ich will wieder nach Hause. Ich dachte, wir wären uns einig. Charlie, zwing ihn nicht, wenn er nicht bleiben will. Ich liebe dich, Dad. Also dann fangen wir an. Wow, wer ist denn das? Deine Lehrerin. Komm, wir gehen. Warte noch, Dad. Geben wir der Sache eine Chance. Hi, ich bin Jake. Hi, Jake. Schön, dass du gekommen bist. Ja. Dein Onkel hat gesagt, du magst Ballett so gern. Ja. Okay. Dann stell dich mal mit dem Mädchen auf und wir fangen an. Ja. Sieh mal an. Er ist verknallt. Er ist wie ein Hund, der ein Auto verfolgt. Er kann es nicht fangen und selbst wenn, könnte er es nicht fahren. Und doch ist er besser als du. Ich möchte euch gern unseren neuen Schüler Jake vorstellen. Hi, Jake. Ja, hi. Dann fangen wir an mit der ersten Position. Jake, kennst du diese Stellung? Meinen Sie die Missionarsstellung? Und eins und zwei und drei und vier. Das werde ich dir nie mehr verzeihen. Wieso? Er hat doch sein Vergnügen. Der ahnungslose Klotzkopf. Okay, schön macht ihr das. Ja, affengeil, Mädels. Du machst dich, Jake. Weil ich eine gute Lehrerin hab. Danke. Das war's dann für diese Woche. Und nicht vergessen, das Leben ist ein Tanz. Lebt es mit Grazie. Ist auch mein Motto. Dann wäre das ja geklärt. Ich werde Balletttänzer, wenn ich groß bin. Ach ja, da bin ich ja erleichtert. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Es ist beinhart. Zusehen war auch beinhart. Danke. Hast du gesehen, wie weit Mia ihr Bein über den Kopf kriegt? Ja, ist mir aufgefallen. Na, was sagen Sie? Fred Astaire oder Fred Feuerstein? Naja, er kniet sich ganz schön rein. Das hat er von mir. Ich dachte, Sie wären sein Onkel. Naja, alles eine Frage der Gene, oder? Also hören Sie, Mia. Ich gehe nicht mit Ihnen aus, Charlie. Weiß ich doch, Sie waren überdeutlich. Ich wollte nur fragen, ob wir irgendwas tun können, um Jake zu helfen. Extrastunden, Privatunterricht, wir drei in Mexiko für ein langes Wochenende. Wenn er regelmäßig zum Unterricht erscheint, werden seine Fortschritte Sie überraschen. Gut, wäre schrecklich, wenn er schon alles kann. Nächsten Monat haben wir eine Aufführung. Mit etwas Glück können wir ihn vielleicht einbauen. Charlie an Basis. Ziemlich kalt hier oben. Sichtweite null. Ha ha ha!
rufen Sie mich an. Okay. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Ein frecher, kleiner Cabernet mit leichtem Eichenton und einem Hauch von Waldfrüchten. Sie kennen Ihre Weine? Nein, hat auf der Flasche gestanden. Was haben Sie vor, mich betrunken machen und dann verführen? Oh gut, Sie haben Erfahrung darin. Es war ein schöner Abend für mich. War es die Schwierigkeiten wert, die ich Ihnen gemacht habe? Sagen Sie es mir. Frag mich morgen früh noch mal. Charlie an Basis. Ich kann den Gipfel sehen. Hey! Hey, Jake. Warum schläfst du denn noch nicht? Warum sollte ich schlafen? Weil du schon längst im Bett sein müsstest. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich schlaf, wann ich will. Okay. Und, was läuft? Nicht viel. Wo ist dein Vater, Jake? Keine Ahnung, warum suchst du nicht nach ihm? Hör zu, Jake, Mia und ich sind beschäftigt. Womit? Mit Reden. Okay. Worüber reden wir? Wir reden hier über gar nichts und du gehst ins Bett. Warum lassen wir nicht Mia entscheiden? Jake, ich finde, du solltest ins Bett gehen. Sind Sie sicher? Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Dein Onkel und ich, wir wären gern ein bisschen allein. Oh. Verstehe. Soll ich dich ins Bett bringen? Ich bin viel zu alt dafür, du Arschgesicht! Okay, dann schlaf gut, alter Kumpel. Kinder, hm? Ja, Kinder. Also Arschgesicht hat er mich bis jetzt noch nie genannt. Er wird eifersüchtig sein. Ja. In seinem Alter ist mir das auch mal so gegangen. Wirklich? Die Frau in der Cafeteria. Sah aus wie Valerie Bertinelli, aber sie hatte ein Haarnetz und einen niedlichen Hauch von Schnurrbart. Sie hat mich gar nicht wahrgenommen. Du armer Kerl. Tut mir leid, Mia, ich kann ihm das nicht antun. Ihm was antun? Eines Nachmittags sah ich die Frau aus der Cafeteria mit dem Werklehrer auf dem Parkplatz Händchen halten. Ich war völlig fertig. Mr. Di Napoli, ich werd's nie vergessen. Sie hielt ihm die Hand mit dem fehlenden Daumen. Weißt du was? Ich muss dich nach Hause fahren. Kann ich verstehen. Ach ja? Du liebst Jake. Du verzichtest lieber auf die Nacht mit mir, weil du ihm nicht wehtun willst. Stimmt. Obwohl, wenn du es so sagst, hört sich's wie ein furchtbarer Fehler an. Du bist ein sehr, sehr netter Mann. Danke. War ein Witz. Gehen wir nach oben. Charlie? Fahr mich nach Hause. Halt, reden wir noch mal drüber. Er ist erst 11, er wird's verkraften. Ich bin doch auch über einen Daumen die Napoli hinweggekommen. Schläfst du? Tu nicht so. Ich hab sie nach Haus gefahren. Wirklich? Ja. Wie kommt's? Männerehrenkodex. Wenn zwei Freunde dieselbe lieben, muss eben einer verzichten. Es sei denn, sie nimmt's nicht so genau. Dann geht's zu wie im Berufsverkehr. Echt komplizierter Kodex. Nur keine Sorge. Unterm Strich heißt das, ich bin raus aus dem Mia-Geschäft. Cool. So, schlaf jetzt. Onkel Charlie? Ja? Das mit dem Arschgesicht tut mir echt leid. Ja, genau. Hab ich fast vergessen. Frau ist das wert. Ich bin ja so stolz auf ihn. Unser Junge wird erwachsen.
Jake? Ja? Betest du? Stört dich das? Ich bin religiös geworden. Nein, nein, schon gut. Wofür betest du? Hab am Montag einen Mathe-Test. Ach so, dann betest du für eine gute Note. Nein, aussichtslos. Ich bitte, dass die Lehrerin krank wird. Du könntest doch auch für den Test lernen. Und was soll das helfen? Okay, hör zu. Selbst wenn wir annehmen, es gäbe einen Gott, der deiner Lehrerin eine Erkältung an den Hals hängen wollte. Milzbrand! Gut, das war's. Hör auf zu beten. Wer bist du, der brennende Dornbusch? Woher weißt du was vom brennenden Dornbusch? Vom Fernsehprediger Reverend Don. Er redet mit Gott. Und der sagt, du sollst beten, damit deine Lehrerin krank wird? Nein, damit alle Linken krank werden. Aber ich hab gedacht, warum soll es nicht auch bei Miss Stanley hinhauen? Ach, und noch was. Wenn ich Reverend Don viel Geld schicke, macht Gott mich reich. Und hast du ihm was geschickt? Hättest du es nicht getan? Nein, Gott macht die Menschen nicht reich. Und auch wenn er es täte, würdest du nicht glücklich werden. Also das sehe ich anders. Jake, Lohn ohne Mühe ist völlig bedeutungslos. Mit Geld allein wird man nie und nimmer zufrieden. Was ist mit Onkel Charlie? Er scheint mir ziemlich zufrieden und tut gar nichts. Hey, ich werde dir mal was zu Onkel Charlie sagen. Er wirkt nach außen hin immer fröhlich, aber innen drin ist er traurig und einsam. Siehst du? Ich habe heute viel zu waschen. Letzte Chance, Ihre Unterwäsche zu wechseln. Nein, vielen Dank. Oh, vielleicht stellen Sie die Waschmaschine noch nicht an. Charlie und seine Freundin duschen noch. Ich check das kurz. Sie haben recht. Ich würde nicht darauf warten, dass ich hingehe. Oh. Hallo. Hallo. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Norma Seabury von nebenan. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Alan Harper. Harper? Sind Sie mit diesem grässlichen Charlie verwandt? Meine Mutter sagt das zwar, aber ich bezweifle, dass ich mit ihr verwandt bin. So was? Also, Alan, ein kleiner roter Sportwagen blockiert meine Einfahrt. Ich nehme an, der Wagen gehört einer der Kokotten Ihres Bruders. Einer der was? Kokotten. Seit dem Tag, an dem er hier einzog, gab es eine endlose Parade von Kokotten. Ach, so Nutten. Ach, wissen Sie, bei aller Fairness, die meisten haben zu wenig Mathematikkenntnisse für eine Nutte. Möge es sein, wie es wolle. Ich komme zu spät zum Friseur und will, dass das Auto sofort entfernt wird. Sie haben ja so recht. Verzeihen Sie, ich werde sofort die fragliche Kokotte suchen und Sie bitten, den Wagen wegzufahren. Danke. Gott segne dich. Will ich ihm auch raten? Ich habe ihm 5 Mäuse geschickt. Charlie, wir haben ein Problem. Okay, sieht sauber aus. Jetzt du bei mir. Das finde ich nicht fair. Entschuldigt? Jetzt nicht, Alan. Kim bläst mir gerade Schaum in die Augen. Ist mir egal, was sie dir bläst. Ihr Wagen blockiert die Nachbareinfahrt. Oh, Entschuldigung, ich fahre ihn weg. Das geht jetzt nicht. Du hast zu tun. Oh ja, hab zu tun. Na schön, dann sagen Sie mir, wo der Schlüssel ist und ich fahre ihn weg. Nein, das geht nicht. Ich lasse keinen fremden Mann an mein Auto. Gut. Offenbar gilt das nur für Ihr Auto. Alan, müssen wir wieder über Grenzen reden? Nein, Wiedersehen. Oh oh, das ist ja schon wieder ganz schmutzig. Oh oh. Okay, ich habe die Eigentümerin des Sportwagens gefunden.
Und, versetzt sie ihn? Sieht nicht so aus. Aber wie soll ich denn jetzt zu meinem Friseur kommen? Also, ich würde sagen, Sie brauchen gar keinen. Ich finde Ihre Frisur auch so sehr schön. Bin nett von Ihnen. Sind Sie homosexuell? Nein, nur nett. Sie werden Ihren Friseurtermin nicht verpassen. Ich fahre Sie. Das würden Sie für mich tun? Wäre mir ein Vergnügen. Sind Sie sicher, dass Sie nicht homosexuell sind? Sehr. Sie wären ein guter Schwuler geworden. Gehen Sie schon nach Hause? Nein, ich fahre in die Oper. Wir können erst aufhören, wenn ich singe. Kein Grund, sarkastisch zu werden. Und das war's dann auch? Oh nein. Moment, bitte. Was gibt's? Was will denn diese alte Hexe hier? Alte Hexe? Sie ist doch sehr charmant. Klar ist sie charmant. Sie sind alle charmant. Das ist ein Hinterhalt. Damit locken sie einen in ihr Lebkuchenhaus. Was läuft denn da zwischen euch? Warum hast du denn so einen Wahnsinnshass auf sie? Frag sie lieber, warum sie einen Hass auf mich hat. Schon geschehen. Und sie sagte, du wärst ein furchtbarer Nachbar, der sich nur um sich selbst kümmert. Na, da hast du es. Wie kann ich jemanden mögen, der so von mir redet? Hallo, Mr. Harper. Hey, Norma. Heute schon Kinder gefressen? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Ach, und übrigens, ich hoffe sehr, dass sie so freundlich ist, ihren Wagen vor meiner Einfahrt wegzufahren. Vielleicht würde niemand vor ihrer Einfahrt parken, wenn sie ihre Mülltonnen nicht auf meinem Gästeparkplatz abstellen würden. Sie haben doch gar keinen Gästeparkplatz. Sowas existiert gar nicht, ein Gästeparkplatz. Das Ding heißt Bordstein. Und der Bordstein gehört der Stadt Malibu. Wenn ich darauf meinen Rausch ausschlafen kann, gehört er mir. Na, wenn das so ist, dann gehört Ihnen wohl auch meine Hundehütte. Das war ein einmaliger Vorfall und Bruno war einverstanden. Alan, vielen Dank für den wundervollen Tag. Ich freue mich schon auf nächsten Samstag. Oh, ich auch. Und was Sie angeht, Mr. Harper, Bruno hatte nach dieser Nacht zum ersten Mal Flöhe. Du hast in Ihrer Hundehütte geschlafen? Ich habe schon in Schubkarren geschlafen, aber hier geht's nicht um mich. Ach wirklich? Um wen sonst? Um dich? Warum hast du ein Verhältnis mit einer Frau, die wahrscheinlich während des Zweiten Weltkriegs entjungfert wurde? Und wie ich sie kenne, bestimmt nicht von einem unserer Jungs. Wir haben erstens kein Verhältnis, ich begleite sie zu einer Wohltätigkeitssache und zweitens ist ihr Alter völlig irrelevant. Für mich zählt nur, was in einem Menschen ist. Ja, und in ihr ist nichts weiter drin als Staub und unverdautes Mammutfleisch. So alt ist sie nicht, Charlie. Ach komm schon, ich wette, sie war bei der Geburt des Ackerbaus Zeugin. Hör auf. Ihre Tanzstundenfotos sind wahrscheinlich auf einer Höhlenwand in Frankreich. Hörst du jetzt auf? Ihr Promotionsthema war Feuer. Charlie, ich weiß nicht, wie ich die Dusche auskriege. So viele Knöpfe. Schon okay, trockne dich ab. Ich mach das schon. Danke. Wie ist es, mit einer Frau zu schlafen, deren IQ so hoch ist wie ihr Alter? Ich könnte dich das Gleiche fragen. Oh, wir haben noch etwas gemeinsam. Unsere beiden Mädels sind Pflaumen, aber meine ist immerhin noch keine Backpflaume. Tja, dann danke ich für den netten Abend. Oh nein, ich bedanke mich für die nette Begleitung. Ich gehe so ungern allein auf solche Veranstaltungen. Und fürs Tanzen. Ach, ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal getanzt habe. Ja, war nett. Wollen wir noch eine Runde drehen? Ja, okay. Und danke, dass Sie so nett zu so einem einsam alten Mädchen sind. Das dürfen Sie nicht sagen. Sie sind nicht alt. Sie sind lebensfroh und faszinierend. Und ich fand es heute Abend sehr nett mit Ihnen. Und danke gleichfalls. Und ich möchte, dass Sie sich mein Angebot ernsthaft überlegen. Das mache ich, mache ich. Okay, dann gute Nacht. Gute Nacht. Ja, also gut. Morgen. Morgen. Von wem sind die Blumen? Ich gebe dir einen Wink.
Da ist die Karte. Du hast sie gelesen? Konnte ich nicht. Sie ist auf Aramäisch. Okay, verstehe. Sie ist alt. Sie wurde von einem römischen Centurio geliefert. Oh nein, ich habe ein Problem. Hey, wenn du sie geschwängert hast, kommst du ins Fernsehen. Hör auf, Charlie. Komm schon, da arbeite ich den ganzen Morgen dran. Hör dir das an. Ihr erstes Auto war ein Streitwagen. Dino nannte sie ihren ersten Mann, weil er einer war. Ihr erstes Weihnachten war das erste Weihnachten. Seit sie aus dem Wasser gekommen ist und ihr Beine gewachsen sind, macht sie gerne Strandspaziergänge. Ihr Geburtsstein ist Lava. Und zu guter Letzt, der Urknall. Dafür habe ich noch keinen Witz, aber ich weiß, es muss einen geben. Auf Wiedersehen. Ach komm, ich bin dein Bruder, du kannst doch mit mir reden. Okay, versprochen. Keine Witze mehr. Sag mir, wo das Problem liegt. Okay, du weißt doch, dass sie reich ist, ja? Reicher als Gott, den sie schon kannte, als er noch so klein war. Du hast es versprochen. Entschuldigung, Dad, ja. Also, letzte Nacht hat Norma mir ein Geschäft angeboten. Ein Geschäft angeboten? Ich wette, es war... Nein, nein, nein! Kein Telegraph, keine Flugmaschine, kein Eisschrank und keine Glühbirne! Deshalb musst du mir nicht den Kopf abbeißen. Ich habe mit ihr unter anderem auch über meinen Beruf geredet und sie sagte, sie wolle in mich investieren. In dich investieren? Wie denn? Sie will ein Gebäude kaufen und darin das Alan Harper Gesundheitscenter einrichten. Chiropraktik, Akupunktur, Homöopathie, Aromatherapie. Wieso nennt ihr es nicht Alan Harper Center des Schwachsinns? Norma bestimmt den Namen. Verstehe. Und als Gegenleistung dafür erwartet sie, dass du... Naja, das hat sie nicht wörtlich formuliert, aber... Ja. Und du denkst, du könntest das? Nein, nein, natürlich nicht. Nicht wirklich. Nicht wirklich? Naja, das Haus wäre in Beverly Hills und mein Name wäre obendrauf. In Großbuchstaben, aber in der klassischen Schrift. Ich denke da an Helvetica. Okay, du steckst in der Klemme. Mhm. Wir müssen drüber nachdenken. Danke, danke, unbedingt. Wäre sie jung und hübsch, würdest du es mit ihr gratis machen, hm? Klar, ich glaube schon. Und du würdest dein Ding für, sagen wir, 100 Millionen in ein Wespennest stecken. Für 100 Millionen Dollar womöglich? Ja. Aber worauf willst du hinaus? Naja, wir wissen jetzt, dass du eine männliche Nutte bist und jetzt loten wir deinen Preis aus. Charlie, du bist keine Hilfe. Alan, dachtest du wirklich, ich wäre eine Hilfe? Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Seabury. Danke, Bobby. Ist mir ein Vergnügen. Danke. Viel Glück. Gehen Sie weg, Bobby. Und Alan, haben Sie denn schon über mein Geschäftsangebot nachgedacht? Naja, eigentlich schon. Und, warten Sie, sonst vergesse ich noch. Ich habe ein kleines Geschenk für Sie. Oh nein, Norma, bitte. Sie haben ohnehin schon viel zu viel. Oh mein Gott, eine Rolex. Eine Platin-Rolex. Eine Platin-Rolex. Ich habe schon immer eine Platin-Rolex gewollt. Ich habe mir beinahe mal eine gekauft, aber ich Idiot habe stattdessen meine Familie krankenversichert. Darf ich sie Ihnen anlegen? Ja, gern. Die ist ja viel schwerer als meine Digital-Swatch. Wie schön, dass sie Ihnen gefällt. Champagner für Madame und ihren jungen Freund. Hey, Bobby, hier. Wirklich schön, Sir. Oh, das ist zu viel. Ich kann das nicht annehmen. Oh, ich denke schon. Ja, ich glaube auch. Einen Toast. Auf das Alan Harper Gesundheitscenter. Okay. Und auf uns. Auf uns als Geschäftspartner und Freunde, richtig? Falsch. Oh. Alan? Bitte? Ich wollte mit Ihnen anstoßen. Ja, tut mir leid, es geht alles nur so furchtbar schnell. Ja, also, das Herz will, was das Herz will. Die Frage ist nur, Alan,
Was wollen Sie? Mach voran, du Knackarsch, ich werd nicht jünger. Charlie, wach auf. Was ist denn los? Ich hatte Sex mit Norma. Was? Ich Flasche. Ich Weichei. Ich war ihr Lustknabe. Und, wie war's? Ehrlich gesagt, war's eine Wucht. Sie hat Dinge gewusst. Ist das eine Rolex? Ja, Platin. Niedlich. Und du kriegst eine Klinik in Beverly Hills. Nicht übel für eine Nachtschicht. Weißt du, ich werde die Klinik wohl nicht mehr bekommen. Macht sie einen Rückzieher? Sie ist gestorben. Soll das ein Witz sein? Nachdem wir fertig waren, sah sie mich an, murmelte ein paar Worte, schloss die Augen und dann, puff, tot. Das ist es. Ich wusste, es gibt einen Witz mit Urknall. Ich meine, es tut mir leid. Ich kann es irgendwie nicht fassen. Ich auch nicht. Nach all den Jahren, in denen sie über mich herzog, ist sie jetzt gegangen. Komisch, irgendwie geht mir das zu Herzen. Und mir erst mal. Du hast sie auch umgebracht. Was hat sie gemurmelt, bevor sie, naja... Ich bin mir nicht sicher, aber es hörte sich an wie... Ich will meine Uhr wieder haben. Hey, ich habe versucht, mit ihr mitzuhalten. Jedenfalls hat mich die Polizei die halbe Nacht befragt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Vorurteile diese Typen haben. Es darf dich nicht kümmern, was jemand anderes denkt, Alan. Was du in deinem Herzen bewahren musst und solltest, ist... Ich krieg einen extra Parkplatz und du darfst die schöne Uhr behalten. Freu dich daran, Bruder. Wie sollte ich mich daran erfreuen? Genauso wie ich mich über den Flügel unten freue. Was hat der Flügel denn mit... Warte mal, soll das heißen, dass du mit Norma geschlafen hast? Ich habe einen Flügel gebraucht. Und warum hat sie dich nicht gemocht, wenn du mit ihr geschlafen hast? Weiß nicht, vielleicht weil ich nur einen Flügel gebraucht habe. Du hast recht. Sie hat Dinge gewusst. Schaltest du mal auf Kanal 84? Ich will Reverend Don sehen. Ja, und ich will Football sehen. Heute ist der Tag des Herrn. Ja, aber es ist mein Fernseher. Auf wen wettest du? Packers minus 4,5. Wenn die Vikings noch 2 Minuten nicht punkten, gewinne ich einen Riesen. Okay. Was soll das? Ich bete, dass die Vikings punkten. Lass das, bist du verrückt geworden? Dann schalt um auf Reverend Don. Nein. Dann lässt du mir keine Wahl. Okay, wie du willst. Das kann ich auch. Völlig zwecklos. Gott hört zuerst auf Kindergebete. Wer sagt denn das? Niemand. Ich find's aber logisch. Oh Gott, oh Gott. Zu wenig, zu spät. Okay, ich sag dir was. Bete für mich, dann gebe ich dir einen Teil des Gewinns. Wie viel? 5%. Zu wenig. Aus dieser Entfernung dürfte Edinger keine größeren Schwierigkeiten. Okay, 10. 20. 20? Und er geht ab. Einverstanden. Der Ball fliegt und er passt! Oh nein! War nicht meine Schuld, du Sünder. Man.
Ist ganz hübsch teuer hier. Ja, in Ordnung. Nur damit das klar ist, ich übernehme heute das Bezahlen. Okay. Es ist meine Feier. Du bist eingeladen. Schön. Deshalb schnapp dir nicht die Rechnung. Versprochen, in Ordnung. Wenn du das Trinkgeld übernehmen willst, von mir aus? Einverstanden. Ich gebe normalerweise 15%, aber 20 kannst du auch geben. Danke. Es sei denn, du willst die Rechnung teilen. Wenn du willst. In vielen Familien ist es natürlich Brauch, dass der Bruder die Rechnung zahlt, wenn jemand so ein freudiges Ereignis feiert wie ich. Dann mache ich das doch. Aber ich übernehme das Trinkgeld. Eine Frage. Bitte? Hast du Geld dabei? Nein. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Meinst du das hier? Oh gut, du hast das gefunden. Ich hab's überall gesucht. Also, wie waren wir verblieben? Du bezahlst, wir teilen. Oh, jetzt halt die Klappe. Was gibt's denn so Außergewöhnliches zu feiern? Ist eine Überraschung. Warten wir, bis Mom da ist. Ja, Jake, wir sehen den Löffel an deiner Nase. Hör auf damit. Kannst du das? Ich will es gar nicht. Und jetzt benimm dich bitte. Mach mich nur fertig. Na, wunderbar. Da suchst du ein Restaurant ohne Parkplatz aus. Ich musste 3 Blocks weiter parken. Dann musste ich in Schuhen hierher schlappen, die nicht zum Wandern gemacht sind. Ich habe eine Blase von der Größe einer Abendmahloblate. Und wenn Mami nicht sofort was zu trinken bekommt, werden die Dinge hier ziemlich hässlich enden. Die Feier ist eröffnet. Vielleicht lernst du daraus, dir mal lieber Schuhe zu kaufen, in denen man auch laufen kann. Liegt das nur an mir? Ja, aber wir können es nicht mehr ändern. Also jedenfalls bin ich jetzt hier. Alan, was willst du uns mitteilen? Jake, nimm den Löffel von der Nase. Du weißt nicht, wo er vorher war. Er war an meiner Nase. Am besten suchst du schon meine Schusterlehre für deinen Sohn. Jetzt, wo wir alle hier sind, habe ich eine schöne Neuigkeit für euch. Es wird zwar erst in ein paar Tagen an den Zeitschriftenständen zu finden sein, aber für euch habe ich eine Vorabkopie. Guter Doktor, guter Nachbar, guter Kerl. Guter Gott. Hey, Dad, du bist ja berühmt. So kann man das nicht sagen, aber bei den Leuten, die den Tarzaner Pfennigfuchser lesen, vielleicht ein wenig. Und bei den Obdachlosen, die sich Unterhosen draus machen. Charlie, du brauchst das nicht abzuwerten. Danke, Mom. Und wie viele Werbeannoncen musstest du für dieses Machwerk kaufen? Wie kommst du darauf, ich würde Werbeannoncen kaufen? Eine Lokalzeitung bringt einen Leitartikel über einen ziemlich erfolgreichen Chiropraktiker. Ist das denn wirklich so schwer zu glauben? Um ehrlich zu sein, ja. Es sei denn, der Chiropraktiker hat in einem Supermarkt 4 Leute erschossen und sich dann selbst umgebracht. Ach so, jetzt weiß ich, warum Charlie nie meine Leistungen würdigen konnte. Weil er nur sich kennt und hinter niemandem stehen kann, der sich nicht betrunken über einen Poolbillardtisch beugt. Das hat was. Aber meine eigene Mutter... Du bist dran. Heuchelt nicht mal Interesse. Ich habe geheuchelt. Und wie? Du hast geglaubt, ich müsste für den Artikel Werbeannoncen kaufen. Und, hast du? Wenn man annonciert, lohnt sich das immer. Aber das ist nicht der Punkt. Na schön, was ist der Punkt? Der Punkt ist, dass ich von meiner eigenen Mutter noch nicht einmal gehört habe, gut gemacht. Na sowas, bitte entschuldige. Gut gemacht. Geht's dir besser? Nein, es geht mir nicht besser. Hat sich's unecht angehört? Wisst ihr was? Vergesst das. Wir essen was und verschwinden hier. Dasselbe nochmal und füllen Sie immer nach. Ich bezahle die Getränke. Es sei denn, du teilst mit mir. Und weißt du was noch? Nein, Alan, was noch? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir unsere Mutter zum Auto tragen mussten. Nur weil sie eine winzige kleine Blase am Fuß gehabt hat. Tja, hoffentlich ist sie das nächste Mal, wenn wir sie tragen müssen, in der handlichen Urne. Oh, ich bezahle die Urne und du zahlst die Verbrennung. Abgemacht. Jake, wo ist mein Sohn? Hier, Dad. Oh, gut. Hör zu, mein Sohn. Dein alter Vater wird nicht ewig hier auf... wird nicht ewig auf Erden wandeln. Und wenn ich tot bin,
darfst du niemals daran zweifeln, dass dein Vater, auf alles, was du je gemacht hast, stolz war wie ein Pudel, wie unbedeutend es auch war. Mann, du bist ja volltrunken. Hm? Nein, dein Daddy ist nie betrunken. Er wird nur etwas jedenfalls wichtig ist nur, dass du eins weißt. Ich liebe dich ganz arg. Das hast du auch zum Kellner gesagt. Er war auch ein sehr guter Kellner. Und außerdem ist wichtig, dass du weißt, dass du alles werden kannst, was du willst. Alles auf der Welt. Kann ich nicht. Das Recht ist Quatsch. Ich liebe dich trotzdem. Und du hast Backen wie ein Biber. Geh ins Bett. Wir haben in der Schule was über Alkoholmissbrauch gelernt. Und wenn du eine neue Leber brauchst, kriegst du eine halbe von mir. Hey. Ich dachte, wir hätten was ausgemacht. Oh ja, tut mir leid, Dad. Die besten $5 meines Lebens. Und jetzt komm, bringen wir dich schnell ins Bett. Wieso kann meine Mutter mich nicht loben? Ich wollte doch nichts als ein ehrliches Gut gemacht. Das ist so viel verlangt. Gut gemacht. Ich glaube, das sieht aus wie die letzte Muschel. Dann warten wir jetzt auf den Nachtisch. Himbeersorbet. Oh, das wird hübsch aussehen. Weißt du, was ich mein ganzes Leben lang versucht habe? Ich wollte Mom gefallen, damit sie stolz auf mich ist, aber nie wieder. Ich werde es nie wieder versuchen. Guter Vorsatz. Oh, Augenblick. Nein. Wenn du den Sitz runterklappst, kannst du die Arme besser aufstützen. Ja, du hast recht. Du bist sehr weise, Charlie Harper. Ja, ich habe mir ein gewisses Spezialwissen angeeignet. Man mag es auch Weisheit nennen. Und es kommt mir auch wärmer vor. Weil es weiter vom kalten Wasser entfernt ist. Nicht zu vergessen die gespeicherte Körperwärme von tausenden von Sitzungen. Wow. Du hast dir ja wirklich Gedanken gemacht. Ich glaube, ich schreibe ein Buch. Und ich werde es lesen. Danke. Weißt du, was ich bin, Charlie? Ja. Ich bin ein Menschenzufriedensteller. Oh, ich hatte eine ganz andere Antwort. Aber um genauer zu sein, ich bin ein Frauenzufriedensteller. Nein, Alan, ich bin ein Frauenzufriedensteller. Du bist ein einsamer Kerl voller Kotzespritzer. Nein, ich meine es ja nicht körperlich, ich meine es mehr physiologisch. Bei Mom, bei Judith, bei jeder Frau, mit der ich je zusammen war, habe ich mich verbogen wie ein Schlangentänzer, nur weil ich geliebt werden wollte. Bei meiner Ausbildung, meinem Job, meinen Kleidern, meinem Auto, meinem ganzen Verhalten. Und das alles nur aus dem einen Grund, damit ich von den Frauen ein bisschen Anerkennung kriege. Und wie ist dir das so bekommen? Ich habe gar nichts bekommen. Aber ich werde mich ändern, Charlie. Ich werde nie wieder bei Mom um Anerkennung betteln und auch nicht bei einer anderen Frau. Ich habe vor, mein restliches bisschen Leben mit Stolz und einer ruhigen, vornehmen Würde zu leben. Aber vorher schlafe ich noch mit dem Kopf im Klo. Darf ich dir Haferbrei machen? Hab schon was anderes. Ich weiß. Ich dachte, du willst was Warmes essen. Und was Leises. Nein.
Hast du einen Kater? Ja, es war ziemlich idiotisch, so viel zu trinken. Warum hast du es dann gemacht? Weiß nicht, Jack. Vielleicht, weil ich ein Idiot bin. Oder weil du vielleicht nicht auf dich achtest. Können wir für einen Augenblick aufhören zu reden? Okay. Obwohl ich ganz gern Konversation beim Frühstück mache. Morgen zusammen. Er hat einen Kater. Ach nein. Sowas. Ist das nicht eine ironische Wendung? Ich bin frisch und ausgeschlafen und du? Siehst aus wie eine Stuhlprobe. Du bist kein Ironiefan, hm? Charlie. Ja? Hör entweder auf zu reden oder sei wenigstens so anständig, mich zu töten. Mann, ich werde mich nie betrinken. Na toll. Du hast ihn fürs Leben verdorben. Jetzt muss er die Junior High nüchtern durchmachen. Verrat mir bitte eins. Was denn? Habe ich dem Kellner gestern Abend wirklich gesagt, ich würde ihn lieben? Nach so einem Kuss musstest du irgendwas sagen. Oh Gott. Ich habe Ihr Bad sauber gemacht. Danke. Ich hoffe, Sie mögen den Geruch von Kotze mit Fichtennadeln. Und, habe ich noch was getan, was ich bereuen müsste? Du hast das Essen bezahlt. Oh, verflucht! Und nachdem wir zu Hause waren, hast du in deinem Rausch was von, du würdest nie wieder die Bestätigung einer Frau brauchen, gebrabbelt. Ja, genau. Hätte ich fast vergessen. Ich hatte gestern Nacht eine Offenbarung, die alles verändert. War das vor oder nachdem du die halbe Speiseröhre rausgewirkt hast? Nein, nein, das ist kein Witz. Ich habe den Gipfel erreicht. Von heute an werden meine Handlungen nie wieder davon bestimmt sein, den nicht kastrierenden Mutterfiguren meines Lebens gefallen zu wollen. Was ist daran so witzig? Nichts. Sie hat Zweifel an deiner Offenbarung. Sie wird sehen. Sie werden alle sehen. Von jetzt an bin ich der neue Alan. Oh, verdammt, ich glaube, ich habe mich bepinkelt. Von jetzt an fürchte ich mich nicht mehr davor, dass mich eine Frau ablehnt. Oh Gott, Judith, und Jack ist noch nicht fertig. Sie erwürgt mich. Okay, jetzt fange ich an. Weiter so. Ich gehe mal lieber hin. Lass sie warten. Ist doch unwichtig, was sie von dir denkt. Das Einzige, was zählt, ist, was du von dir denkst. Du hast recht. Was ich von mir denke. Alan. Ich hatte so viel Potenzial. Okay, vergiss, was du von dir denkst. Ja, ich bin mir einfach zu nahe, um mich klar zu sehen. Ja, daran liegt's. Oh, ich glaube, ich rieche nach Kotze. Keine Sorge, ich stehe neben dir. Sie wird denken, ich bin's. Gut, gut. Hi, Alan. Ist Jake fertig? Nein, ist er nicht. Es war doch ausgemacht. Nicht von mir. Und falls du deshalb unzufrieden mit mir bist, ist mir das so egal wie ein pilziger Frettchenarsch. Was sagst du da zu mir? Nichts, Verzeihung. Jake! Fängst du jetzt an? Nein, bald. Kennst du den Duft? Offenbarung vom Man. Und seit wann sind Sie in Los Angeles? Seit 8 Monaten. Ich hatte noch kein einziges Casting. Ja, ist eine ziemlich harte Stadt, wenn man niemanden kennt. Haben Sie ein Bewerbungsfoto oder Lebenslauf? Geht's ihm gut? Weiß nicht. Sir, geht's Ihnen gut? Ich dachte, wir wollten hier reden. Nicht miteinander, du Trottel. Na schön, reden wir. Was quält dich? Ich will jetzt nicht mehr darüber reden. Red oder stirb. Also gut. Ich bin deprimiert. Ich will mich ändern, aber ich kann's nicht. Sobald ich mit einer Frau zusammen bin, die mich nicht achtet, zerbröckelt etwas in mir. Na, hör mal, Alan, so bist du einfach. Es ist so, Fische müssen schwimmen, Vögel müssen fliegen und du musst bröckeln. Ich verstehe nur nicht, wieso ich intellektuell fähig bin, das Problem zu erkennen, aber nichts dagegen machen kann. Oh, verzeihen Sie, Miss, kann ich noch ein paar von den Brezeln haben? In einer Minute. Verzeihung, nur keine Eile. Hör zu. Es ist doch so einfach. Du bist als Kind darauf geprägt worden, bei Mom Bestätigung zu suchen. Du suchst immer noch bei Mom Bestätigung und jetzt machst du jede Frau auf der Welt zu Ersatzmom. Und was ist mit dir? Wir haben dieselbe Mutter. Tja, ich gehe nur anders mit meiner Prägung um. Ich habe oft demütigenden Gelegenheitssex mit meinen Ersatzmüttern, aber wir reden hier über dich. Vergiss, was ich sagte.
Das würde ich nur zu gern. Aber wie schaffst du es denn, mit der Angst vor Zurückweisung zurechtzukommen? Du musst doch auch gelegentlich eins auf den Hut kriegen. Gelegentlich? Andauernd. Andauernd? Gelegentlich. Das ist eine Rechenaufgabe, Alan. Wir wollen alle den süßen Apfel, der ganz oben hängt. Aber manchmal musst du auch mit einem vorlieb nehmen, der tiefer hängt. Und es kann natürlich auch passieren, dass du auflesen musst, was auf dem Boden liegt, und du kaust darauf rum. Aber wie schaffst du es, immer weiterzumachen, wenn du andauernd zurückgewiesen wirst? Gelegentlich, Erlen. Okay, Lektion 1. Sieh dich um. Und sag mir, welche von den Frauen hier findest du am attraktivsten? Tja, die da. Die Brünette? Warum? Naja, die strahlt eben was aus. Ja, sie strahlt Wellen der Verachtung aus. Du hast gefragt, wen ich attraktiv finde. Du hast recht. Du hast recht. Also, sie ist ein süßer Apfel. Geh hin und lad sie zu einem Drink ein. Und was ist mit den Wellen der Verachtung, bitte? Das ist nur der Verteidigungsmechanismus eines verletzten kleinen Mädchens. Wirklich? Woher soll ich das wissen? Der Punkt ist der, du darfst dich nicht von deiner Angst abhalten lassen. Das sehe ich anders. Stellst du meine Methoden in Frage? Wir können sofort aufhören. Ich mach's. Noch ein paar Brezeln gefällig? Ja, ich brauche im Moment was Salziges mit Biss. Sie sind ja böse. Sie haben keine Ahnung, wie sehr. Wie lief's? Die hat ja ein böses Mundwerk. Sie hat dich also abgewiesen. Mit anatomischer Präzision. Gut. Gut? Wozu soll das gut sein? Wie fühlst du dich jetzt? Was glaubst du denn? Ich fühle mich gedemütigt. Wo? Was? Wo ist die Demütigung? Wo spürst du sie? Mein Magen ist verknotet, ich habe Herzklopfen und ich schwitze wie ein Schwein. Okay, das war Lektion 1. Das war Lektion 1? Das war eine Scheißlektion. Lektion 2, trink was. Nein, mein Schatz, ich meine was Richtiges. Ich trinke nicht ganz Scotch. Schon okay, ist Bourbon. Oh, na gut. Mehr. Wie geht's dir jetzt? Bisschen besser. Trink aus. Darf ich die Erdcola reintun? Trink sofort aus. Na also. Und? Wie geht's dir jetzt? Es geht mir echt gut. Zum Teufel mit ihr, wen interessiert, was sie denkt? Perfekt. Jetzt frag die Kleine da drüben, ob du ihr einen ausgeben kannst. Warte mal. Ist das dein großes Geheimnis? Alkohol? Psst, nicht weiter sagen. Aber ist das nicht nur eine vorübergehende Lösung? Schon, aber nur, wenn du aufhörst zu trinken. Das ist genial. Die Erdcola. Eins lasse ich dir, Alan. Jeder andere hätte lange auf Muscheln verzichtet. Ich mag sie eben. Nur mögen sie dich nicht. Schätze, du suchst dir die Meeresfrüchte aus wie die Frauen. Da gibt's aber einen Unterschied. Bei Frauen bin's nämlich ich, der die Frauen krank macht. Das ist nur fair. Also, was haben wir heute gelernt? Mal nachdenken. Wenn ich meine Angst vor Zurückweisung überwinden will, die mir meine emotional abwesende Mutter eingeimpft hat, soll ich mein zentrales Nervensystem vollkommen lahmlegen, indem ich beinahe tödliche Dosen Alkohol trinke. Bravo. Hey Charlie, kommst du ins Bett oder nicht? Ich komme in einer Sekunde. Was glotzt du denn? Verzeihung, Entschuldigung. Und, wie geht's? Mein Gott. Es funktioniert. Ich bin total gedemütigt und es ist mir egal. Du machst heute Abend Fortschritte, Alan. Stolz auf dich. Danke, du bist ja auch ein guter Lehrer. Und ein guter Bruder. Danke. Also dann? Dann arbeite ich jetzt mal ein bisschen an meinen Problemen. Schlaf gut.
Gute Nacht. Ist ganz hübsch teuer hier. Ja, in Ordnung. Nur damit das klar ist, ich übernehme heute das Bezahlen. Okay. Es ist meine Feier. Du bist eingeladen. Schön. Deshalb schnapp dir nicht die Rechnung. Versprochen, in Ordnung. Wenn du das Trinkgeld übernehmen willst, von mir aus. Einverstanden. Ich gebe normalerweise 15%, aber 20 kannst du auch geben. Danke. Es sei denn, du willst die Rechnung teilen. Wenn du willst. In vielen Familien ist es natürlich Brauch, dass der Bruder die Rechnung zahlt, wenn jemand so ein freudiges Ereignis feiert wie ich. Dann mache ich das doch. Aber ich übernehme das Trinkgeld. Eine Frage. Bitte? Hast du Geld dabei? Nein. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Meinst du das hier? Oh gut, du hast es gefunden. Ich hab's überall gesucht. Also, wie waren wir verblieben? Du bezahlst, wir teilen. Oh, jetzt halt die Klappe. Was gibt's denn so Außergewöhnliches zu feiern? Ist eine Überraschung. Warten wir, bis Mom da ist. Ja, Jake, wir sehen den Löffel an deiner Nase. Hör auf damit. Kannst du das? Ich will es gar nicht. Und jetzt benimm dich bitte. Mach mich nur fertig. Na wunderbar. Da suchst du ein Restaurant ohne Parkplatz aus, ich musste 3 Blocks weiter parken. Dann musste ich in Schuhen hierher schlappen, die nicht zum Wandern gemacht sind. Ich habe eine Blase von der Größe einer Abendmahloblate. Und wenn Mami nicht sofort was zu trinken bekommt, werden die Dinge hier ziemlich hässlich enden. Die Feier ist eröffnet. Vielleicht lernst du daraus, dir mal lieber Schuhe zu kaufen, in denen man auch laufen kann. Liegt das nur an mir? Ja, aber wir können es nicht mehr ändern. Also jedenfalls bin ich jetzt hier. Alan, was willst du uns mitteilen? Jake, nimm den Löffel von der Nase. Du weißt nicht, wo er vorher war. Er war an meiner Nase. Am besten suchst du schon meine Schusterlehre für deinen Sohn. Jetzt, wo wir alle hier sind, habe ich eine schöne Neuigkeit für euch. Es wird zwar erst in ein paar Tagen an den Zeitschriftenständen zu finden sein, aber für euch habe ich hier eine Vorabkopie. Guter Doktor, guter Nachbar, guter Kerl. Guter Gott. Hey, Dad, du bist ja berühmt. So kann man das nicht sagen, aber bei den Leuten, die den Tarzaner-Pfennigfuchser lesen, vielleicht ein wenig. Und bei den Obdachlosen, die sich Unterhosen draus machen. Charlie, du brauchst es nicht abzuwerten. Danke, Mom. Und wie viele Werbeannoncen musstest du für dieses Machwerk kaufen? Wie kommst du darauf, ich würde Werbeannoncen kaufen? Eine Lokalzeitung bringt einen Leitartikel über einen ziemlich erfolgreichen Chiropraktiker. Ist das denn wirklich so schwer zu glauben? Um ehrlich zu sein, ja. Es sei denn, der Chiropraktiker hat in einem Supermarkt 4 Leute erschossen und sich dann selbst umgebracht. Ach so, jetzt weiß ich, warum Charlie nie meine Leistungen würdigen konnte. Weil er nur sich kennt und hinter niemandem stehen kann, der sich nicht betrunken über einen Poolbillardtisch beugt. Das hat was. Aber meine eigene Mutter... Du bist dran. Heuchelt nicht mal Interesse. Ich habe geheuchelt. Und wie? Du hast geglaubt, ich müsste für den Artikel Werbeannoncen kaufen. Und, hast du? Wenn man annonciert, lohnt sich das immer. Aber das ist nicht der Punkt. Na schön, was ist der Punkt? Der Punkt ist, dass ich von meiner eigenen Mutter noch nicht einmal gehört habe, gut gemacht. Na sowas, bitte entschuldige. Gut gemacht. Geht's dir besser? Nein, es geht mir nicht besser. Hat sich's unecht angehört? Wisst ihr was? Vergesst das. Wir essen was und verschwinden hier. Dasselbe nochmal und füllen Sie immer nach. Ich bezahle die Getränke. Es sei denn, du teilst mit mir. Und weißt du was noch? Nein, Alan, was noch? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir unsere Mutter zum Auto tragen mussten. Nur weil sie eine winzige kleine Blase am Fuß gehabt hat.
Tja, hoffentlich ist sie das nächste Mal, wenn wir sie tragen müssen, in einer handlichen Urne. Oh, ich bezahle die Urne und du zahlst die Verbrennung. Abgemacht. Jack, wo ist mein Sohn? Hier, Dad. Oh, oh, gut, gut. So, mein Sohn. Dein alter Vater wird nicht ewig hier auf... wird nicht ewig auf Erden wandeln. Und wenn ich tot bin, darfst du niemals daran zweifeln, dass dein Vater auf alles, was du je gemacht hast, stolz war wie ein Pudel. Wie unbedeutend es auch war. Mann, du bist ja volltrunken, hm? Nein, dein Daddy ist nie betrunken. Er wird nur etwas... Jedenfalls wichtig ist nur, dass du eines weißt. Ich liebe dich ganz arg. Das hast du auch zum Kellner gesagt. Er war auch ein sehr guter Kellner. Und außerdem ist wichtig, dass du weißt, dass du alles werden kannst, was du willst. Alles auf der Welt. Kann ich nicht. Du hast recht, das ist Quatsch. Ich liebe dich trotzdem. Und du hast Backen wie ein Biber. Geh ins Bett. Wir haben in der Schule was über Alkoholmissbrauch gelernt. Und wenn du eine neue Leber brauchst, kriegst du eine halbe von mir. Hey, 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 hey. Ich dachte, wir hätten was ausgemacht. Oh ja, tut mir leid, Dad. Die besten $5 meines Lebens. Und jetzt komm, bringen wir dich schnell ins Bett. Wieso kann meine Mutter mich nicht loben? Ich wollte doch nichts als ein ehrliches Gut gemacht. Ist das so viel verlangt? Gut gemacht. Ich glaube, das sieht aus wie die letzte Muschel. Dann warten wir jetzt auf den Nachtisch. Himbeersorbet. Oh, das wird hübsch aussehen. Weißt du? Was ich mein ganzes Leben lang versucht habe, ich wollte Mom gefallen. Damit sie stolz auf mich ist, aber nie wieder. Ich werde es nie wieder versuchen. Guter Vorsatz. Oh, Augenblick. Nein. Wenn du den Sitz runterklappst, kannst du die Arme besser aufstützen. Ja, du hast recht. Du bist sehr weise, Charlie Harper. Ja, ich habe mir ein gewisses Spezialwissen angeeignet. Man mag es auch Weisheit nennen. Und es kommt mir auch wärmer vor. Weil es weiter vom kalten Wasser entfernt ist. Nicht zu vergessen die gespeicherte Körperwärme von tausenden von Sitzungen. Wow. Du hast dir ja wirklich Gedanken gemacht. Ich glaube, ich schreibe ein Buch. Und ich werde es lesen. Danke. Weißt du, was ich bin, Charlie? Ja. Ich bin ein Menschenzufriedensteller. Oh, ich hatte eine ganz andere Antwort. Aber um genauer zu sein, ich bin ein Frauenzufriedensteller. Nein, Alan, ich bin ein Frauenzufriedensteller. Du bist ein einsamer Kerl voller Kotzespritzer. Nein, ich meine es ja nicht körperlich, ich meine es mehr physiologisch. Bei Mom, bei Judith, bei jeder Frau, mit der ich je zusammen war, habe ich mich verbogen wie ein Schlangentänzer, nur weil ich geliebt werden wollte. Bei meiner Ausbildung, meinem Job, meinen Kleidern, meinem Auto, meinem ganzen Verhalten. Und das alles nur aus dem einen Grund, damit ich von den Frauen ein bisschen Anerkennung kriege. Und wie ist dir das so bekommen? Ich habe gar nichts bekommen. Aber ich werde mich ändern, Charlie. Ich werde nie wieder bei Mom um Anerkennung betteln und auch nicht bei einer anderen Frau. Ich habe vor, mein restliches bisschen Leben mit Stolz und einer ruhigen, vornehmen Würde zu leben. Aber vorher schlafe ich noch mit dem Kopf im Klo. Hm.
Darf ich dir Haferbrei machen? Hab schon was anderes. Ich weiß. Ich dachte, du willst was Warmes essen. Und was Leises. Nein. Hast du einen Kater? Ja. Es war ziemlich idiotisch, so viel zu trinken. Warum hast du es dann gemacht? Weiß nicht, Jack. Vielleicht, weil ich ein Idiot bin. Oder weil du vielleicht nicht auf dich achtest. Können wir für einen Augenblick aufhören zu reden? Okay. Obwohl ich ganz gern Konversation beim Frühstück mache. Morgen zusammen. Er hat einen Kater. Ach nein. Sowas. Ist das nicht eine ironische Wendung? Ich bin frisch und ausgeschlafen und du? Siehst aus wie eine Stuhlprobe. Du bist kein Ironiefan, hm? Charlie. Ja? Hör entweder auf zu reden oder sei wenigstens so anständig, mich zu töten. Mann, ich werde mich nie betrinken. Na toll. Du hast ihn fürs Leben verdorben. Jetzt muss er die Junior High nüchtern durchmachen. Verrat mir bitte eins. Was denn? Habe ich dem Kellner gestern Abend wirklich gesagt, ich würde ihn lieben? Nach so einem Kuss musstest du irgendwas sagen. Ach Gott. Ich habe Ihr Bad sauber gemacht. Danke. Ich hoffe, Sie mögen den Geruch von Kotze mit Fichtennadeln. Und, habe ich noch was getan, was ich bereuen müsste? Du hast das Essen bezahlt. Oh, verflucht! Und nachdem wir zu Hause waren, hast du in deinem Rausch was von, du würdest nie wieder die Bestätigung einer Frau brauchen, gebrabbelt. Ja, genau. Hätte ich fast vergessen. Ich hatte gestern Nacht eine Offenbarung, die alles verändert. War das vor oder nachdem du die halbe Speiseröhre rausgewirkt hast? Nein, nein, das ist kein Witz. Ich habe den Gipfel erreicht. Von heute an werden meine Handlungen nie wieder davon bestimmt sein, den nicht kastrierenden Mutterfiguren meines Lebens gefallen zu wollen. Was ist daran so witzig? Nichts. Sie hat Zweifel an deiner Offenbarung. Sie wird sehen. Sie werden alle sehen. Von jetzt an bin ich der neue Alan. Oh, verdammt, ich glaube, ich habe mich bepinkelt. Von jetzt an fürchte ich mich nicht mehr davor, dass mich eine Frau ablehnt. Oh Gott, Judith und Jack ist noch nicht fertig. Sie erwürgt mich. Okay, jetzt fange ich an. Weiter so. Ich gehe mal lieber hin. Lass sie warten. Ist doch unwichtig, was sie von dir denkt. Das Einzige, was zählt, ist, was du von dir denkst. Du hast recht. Was ich von mir denke. Alan. Ich hatte so viel Potenzial. Okay, vergiss, was du von dir denkst. Ja, ich bin mir einfach zu nahe, um mich klar zu sehen. Ja, daran liegt's. Oh, ich glaube, ich wiege noch Kotze. Keine Sorge, ich stehe neben dir. Sie wird denken, ich bin's. Gut. Gut. Hi, Alan. Ist Jake fertig? Nein, ist er nicht. Es war doch ausgemacht. Nicht von mir. Und falls du deshalb unzufrieden mit mir bist, ist mir das so egal wie ein pilziger Frettchenarsch. Was sagst du da zu mir? Nichts, Verzeihung. Jake! Fängst du jetzt an? Nein, bald. Kennst du den Duft? Offenbarung vom Man. Und seit wann sind Sie in Los Angeles? Seit 8 Monaten. Ich hatte noch kein einziges Casting. Ja, ist eine ziemlich harte Stadt, wenn man niemanden kennt. Haben Sie ein Bewerbungsfoto oder Lebenslauf? Geht's ihm gut? Weiß nicht. Sir, geht's Ihnen gut? Ich dachte, wir wollten hier reden. Nicht miteinander, du Trottel. Na schön, reden wir. Was quält dich? Ich will jetzt nicht mehr darüber reden. Red oder stirb. Also gut. Ich bin deprimiert. Ich will mich ändern, aber ich kann's nicht. Sobald ich mit einer Frau zusammen bin, die mich nicht achtet, zerbröckelt etwas in mir. Na, hör mal, Alan, so bist du einfach. Es ist so, Fische müssen schwimmen, Vögel müssen fliegen und du musst bröckeln. Ich verstehe nur nicht, wieso ich intellektuell fähig bin, das Problem zu erkennen, aber nichts dagegen machen kann. Oh, verzeihen Sie, Miss, kann ich noch ein paar von den Brezeln haben? In einer Minute. Verzeihung, nur keine Eile. Hör zu,
Es ist doch so einfach. Du bist als Kind darauf geprägt worden, bei Mom Bestätigung zu suchen. Du suchst immer noch bei Mom Bestätigung und jetzt machst du jede Frau auf der Welt zu Ersatzmom. Und was ist mit dir? Wir haben dieselbe Mutter. Tja, ich gehe nur anders mit meiner Prägung um. Ich habe oft demütigenden Gelegenheitssex mit meinen Ersatzmüttern, aber wir reden hier über dich. Vergiss, was ich sagte. Das würde ich nur zu gern. Aber wie schaffst du es denn, mit der Angst vor Zurückweisung zurechtzukommen? Du musst doch auch gelegentlich eins auf den Hut kriegen. Gelegentlich? Andauernd. Andauernd? Gelegentlich. Das ist eine Rechenaufgabe, Erlan. Wir wollen alle den süßen Apfel, der ganz oben hängt. Aber manchmal musst du auch mit einem vorlieb nehmen, der tiefer hängt. Und es kann natürlich auch passieren, dass du auflesen musst, was auf dem Boden liegt und du kaust darauf rum. Aber wie schaffst du es, immer weiterzumachen, wenn du andauernd zurückgewiesen wirst? Gelegentlich, Erlan. Okay, Lektion 1. Sieh dich um. Und sag mir, welche von den Frauen hier findest du am attraktivsten? Tja, die da. Die Brünette? Warum? Naja, die strahlt eben was aus. Ja, sie strahlt Wellen der Verachtung aus. Du hast gefragt, wen ich attraktiv finde. Du hast recht. Du hast recht. Also, sie ist ein süßer Apfel. Geh hin und lad sie zu einem Drink ein. Und was ist mit den Wellen der Verachtung, bitte? Das ist nur der Verteidigungsmechanismus eines verletzten kleinen Mädchens. Wirklich? Woher soll ich das wissen? Der Punkt ist der, du darfst dich nicht von deiner Angst abhalten lassen. Das sehe ich anders. Stellst du meine Methoden in Frage? Wir können sofort aufhören. Ich mach's. Noch ein paar Brezeln gefällig? Ja, ich brauche im Moment was Salziges mit Biss. Sie sind ja böse. Sie haben keine Ahnung, wie sehr. Wie lief's? Die hat ja ein böses Mundwerk. Sie hat dich also abgewiesen. Mit anatomischer Präzision. Gut. Gut? Wozu soll das gut sein? Wie fühlst du dich jetzt? Was glaubst du denn? Ich fühle mich gedemütigt. Wo? Was? Wo ist die Demütigung? Wo spürst du sie? Mein Magen ist verknotet, ich habe Herzklopfen und ich schwitze wie ein Schwein. Okay, das war Lektion 1. Das war Lektion 1? Das war eine Scheißlektion. Lektion 2, trink was. Nein, mein Schatz, ich meine was Richtiges. Ich trinke nicht ganz Scotch. Schon okay, ist Bourbon. Oh, na gut. Mehr. Wie geht's dir jetzt? Bisschen besser. Trink aus. Darf ich die Erdcola reintun? Trink sofort aus. Na also. Und? Wie geht's dir jetzt? Es geht mir echt gut. Wie zum Teufel mit ihr? Wen interessiert, was sie denkt? Perfekt. Jetzt frag die Kleine da drüben, ob du einen ausgeben kannst. Warte mal. Ist das dein großes Geheimnis? Alkohol? Psst. Nicht weiter sagen. Aber ist das nicht nur eine vorübergehende Lösung? Schon, aber nur, wenn du aufhörst zu trinken. Das ist genial. Die Erdcola. Eins lasse ich dir, Erlan. Jeder andere hätte lange auf Muscheln verzichtet. Ich mag sie eben. Nur mögen sie dich nicht. Schätze, du suchst dir die Meeresfrüchte aus wie die Frauen. Da gibt's aber einen Unterschied. Bei Frauen bin's nämlich ich, der die Frauen krank macht. Das ist nur fair. Also, was haben wir heute gelernt? Mal nachdenken. Wenn ich meine Angst vor Zurückweisung überwinden will, die mir meine emotional abwesende Mutter eingeimpft hat, soll ich mein zentrales Nervensystem vollkommen lahmlegen, indem ich beinahe tödliche Dosen Alkohol trinke. Bravo. Herr Charlie, kommst du ins Bett oder nicht? Ich komme in einer Sekunde. Was glotzt du denn? Verzeihung, Entschuldigung. Und, wie geht's? Mein Gott.
es funktioniert. Ich bin total gedemütigt und es ist mir egal. Du machst heute Abend Fortschritte, Alan. Stolz auf dich. Danke, du bist ja auch ein guter Lehrer. Und ein guter Bruder. Danke. Also dann? Dann arbeite ich jetzt mal ein bisschen an meinen Problemen. Schlaf gut. Gute Nacht. Sie sind meine letzte Hoffnung, nur dass wir uns klar sind. Ich verstehe. Ich habe nicht viel Vertrauen in die Psychiatrie als Wissenschaft. Ein paar von den Drogen, die Sie verticken, sind allerdings nicht schlecht. Ich finde es auch nicht schlecht, mit der Gehirnchemie rumzufummeln. Wie kommt man sonst durch die Highschool? Aber bunte Pillen verhindern eine Sozialphobie meiner Erfahrung nach lange nicht so gut wie, sagen wir, Bourbon und Marvin Gaye. Jetzt verstehe ich, Sie sind verzweifelt und ich labere Unsinn. Also, wie würde Marvin Gaye sagen? Was läuft, Alter? Hier bleibt doch alles vertraulich, ja? Keines Ihrer Worte verlässt diesen Raum. Wie in Vegas. Bis auf die Tatsache, dass Sie den Raum hier keinesfalls mit mehr Geld verlassen, als Sie vorher hatten. Ja, wie in Vegas. Jedenfalls war ich gestern Abend mit meinem blöden, lahmarschigen Bruder aus. Hört sich an, als wären Sie etwas ärgerlich auf Ihren Bruder. Oh, Sie sind gut. Finde ich gut. Wenn wir zwei was unternehmen, warum machen wir das nicht öfter? Darauf habe ich keine Antwort. Tja, ich auch nicht. Und, wann fängt das Kino an? In ungefähr 20 Minuten. Ja, klar, in 20 Minuten fängt die Werbung an, die Vorschauen, das Popcorn in allen Größen und Variationen. Das so stark versalzen ist, dass man Zungenlähmung kriegt. Das ist eindeutig Körperverletzung. Und der gern gehörte Hinweis, man soll sein Handy ausschalten und die Klappe halten, woran sich kein Mensch hält, weil, mal ehrlich, gutes Benehmen dem fortschreitenden Untergang der westlichen Welt zum Opfer gefallen ist. Jetzt habe ich die Antwort. Jack fehlt mir. Wie kann er dir denn fehlen? Wir haben ihn doch eben erst bei seinem Freund abgeliefert. Übrigens, falls du die Heftchen unter deinem Bett irgendwann leid bist, die Mutter des Kleinen geht dir sicher mal zur Hand. Vergiss die Mutter. Hast du gesehen, wie froh Jake war, mich mal ein Wochenende nicht um sich zu haben? Wie kommst du denn auf sowas? Nur weil er aus dem fahrenden Auto gesprungen ist? Komm schon, er hat sich auf seine Freunde gefreut. Von dir weg zu sein, war nur das Sahnehäubchen. Ich weiß, ich weiß. Es ist natürlich, dass ein Kind lieber bei seinen Freunden ist als bei seinen Eltern, aber trotzdem ist es traurig. Ja, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Heute hältst du noch ein kleines Baby im Arm und morgen geht es weg, zieht die Rotze hoch und zündet mit Ritalin gedopten 12-jährigen Fürze an. Warum vertraue ich dir eigentlich meine Gefühle an? Keine Ahnung, ich zwing dich ja nicht gerade. Ach komm schon, dein Kind braucht dich nicht mehr so wie früher. Das ist doch was Gutes. Du kannst dir an den Wochenenden mal was Nettes gönnen. Du hast recht, ich könnte mir was gönnen, wofür ich früher nie Zeit gehabt habe. Etwa die Mutter des Jungen. Nein, ich meine, ich würde gerne was lesen, mich mal endlich auf die Klassiker stürzen. Alan, wenn du dich auf verstürzen willst, würde ich dir die Mutter des Jungen empfehlen. Nein, das ist mein Ernst. Ich wünsche mir seit Jahren schon, ich hätte mehr Zeit, die große Literatur zu lesen. Du weißt schon, Dostojewski und Hemingway, Faulkner und Dickens und Shakespeare und die Geschichte, amerikanische Geschichte, Weltgeschichte, die Geschichte der Sprache. Ich meine, warum spricht heute keiner mehr Sumerisch? Keine Ahnung, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Und was ist mit den Dichtern wie Byron und Keats und Shelley und Biografien? Julius Caesar und Abraham Lincoln Groucho Marx. Und sieh mal, die machen sich über mich lustig. Ich habe keinen von ihnen gelesen. Okay, wie wär's, wenn du dir erstmal eins davon aussuchst? Die Mühe lohnt doch nicht. Ich habe nicht genug Zeit. So viele Bücher und ich habe nicht genug Zeit. Vielleicht brauchst du nur ein System. Du legst ein Buch neben die Toilette und alle paar Tage hast du ein Kapitel durch. Und wieder ein Kapitel. Nein, es ist zu spät für mich. So viel Stuhlgang habe ich im Leben nicht mehr. Du
musst dich vielleicht nur anders ernähren. Das ist hoffnungslos. Jake ist bald erwachsen und ich bin tot. Und weißt du, was ich zurücklasse? Ein Leben voller unerfüllter Träume, ein Regal ungelesener Bücher und drei ungeöffnete Staffeln von Six Feet Under auf DVD. Haben Sie heute Nacht noch was vor? Also, Ihr Bruder hatte eine Panikattacke mitten in einer Buchhandlung. Was war das für ein Gefühl? Was zum Teufel haben meine Gefühle damit zu tun? Wie wäre es, wenn Sie mir antworten? Also, ich habe mich etwas geschämt. Und zwar, weil Sie glaubten, er verhält sich Ihretwegen so. Nein, weil ich ihn dort gelassen habe. Sie haben ihn verlassen? Oh, natürlich nicht für immer, nein. Ich habe ihn wieder abgeholt, nachdem er sich ausgeholt hatte, weil wir ja noch ins Kino gehen wollten. Sie sind trotzdem noch ins Kino gegangen? Ich habe die Tickets online gekauft, die nehmen die nicht zurück. Würstchen? Nein, danke. Tut mir so leid. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Ach, wer von uns ist noch nie mitten in der Buchhandlung grundlos weinend zusammengebrochen? Weißt du, ich glaube, ich wäre zu Hause besser aufgehoben. Dann soll ich auf meinen Film verzichten, weil du einen Nervenzusammenbruch hattest? Naja, irgendwie schon. Findest du das nicht ein wenig egoistisch, Erna? Ich war durch dieses schreckliche Gefühl der Trauer so furchtbar niedergeschlagen, als wäre mein ganzes Leben eine Übung in erbärmlicher Sinnlosigkeit. Das würde ich nicht ausschließen. Ach komm, Schlaffi, lach wieder, nimm ein Würstchen. Will kein Würstchen. Mandeln? Nein. Krokant? Nein. Kaugummi? Wie viel Mist hast du denn gekauft? Die konnten keinen Hunderter wechseln. Na schön, ich will einen Schokomint. Habe ich nicht gekauft. Natürlich nicht. Die Geschichte meines Lebens. Kein Schokomint für Erlen. Nur irgendwas aus Gummi. Gummi, Gummi, Gummi. Sei bitte nicht so laut. Warum? Warum? Wir sind in einem freien Land. Ich habe das Recht, in einem Kino Gummi zu rufen. Gummi! Hey, da, das Filmquiz. Raten wir mal mit? Ich will da aber nicht mitraten. Oh, machen wir uns den Spaß, du bist gut darin. Na gut, na gut. Wie hieß der Film mit Deborah Winger und Richard Gere, ein Offizier und Fragezeichen? Oh, bitte! Willst du einen Hinweis? Da oben steht einer in Spiegelschrift. Nein, ich brauche keinen Hinweis. Ich kenne die Antwort. Im Kino hier kennt jeder die Antwort. Jeder auf diesem Planeten kennt die Antwort. Wir lassen uns nicht verarschen. Nicht so laut, nicht so laut. Ah, da ist die nächste bescheuerte Preisfrage. Wie hieß die Verfilmung des Krimis von Agatha Christie mit Peter Ustinov? Tod auf dem Fragezeichen. Fahrrad. Tod auf dem Fahrrad. Wirst du jetzt aufhören? Oh nein, nein. Jetzt weiß ich's. Tod auf dem Leck mich am Arsch. Weißt du was? Ich glaube, du hast recht. Gehen wir lieber. Nein, nein, warte, das weiß ich. Johnny Depp kreuzte erfolgreich durch diese Actionkomödie, die auf einer Disneyland-Attraktion beruhte. Fluch, der leckt mich am Arsch! Er hat eine Leserechtschreibschwäche. Oh, nicht zu vergessen, Judy Garland in ihrem unsterblichen Klassiker Der Zauberer von Leckt mich am Arsch! Das hört sich ja ziemlich furchtbar an. Ist Ihr Bruder irgendwo in Therapie? Woher soll ich das wissen? Er ist Ihr Bruder und er wohnt immerhin bei Ihnen. Und? Gut, weiter. Ich muss ihm doch nicht zuhören, nur weil ich ihn aufgenommen habe. Ich verstehe. Er jammert immer und immer wieder über denselben Quatsch. Okay. Und der Quatsch ist nicht mal spannend. Mein Telefonbuch ist ein Krimi gegen den Quatsch. Verstehe. Es ist Quatsch. Weiter. Danke. Wir sind also nach Hause gefahren und... Das ist ja ein äußerst bequemer Sitz hier. Ich meine, echtes Leder, neunfach verstellbar, Lendenwirbelstütze. Ich wünschte, ich hätte ein paar Mäuse in einen Schleudersitz investiert. Ich habe mich entschuldigt. Das Geld für die Karten ist weg. Ich will zu Jake fahren. Wieso? Er schläft doch auswärts. Ich habe das Gefühl, er braucht mich. Du meinst, es ist was Telepathisches? Ja, genau. Verstehe. Au! Hast du das vorausgesehen? Nein. Dann würde ich meinen magischen Kräften misstrauen. Ach, komm schon, fahren wir doch einfach für ein paar Minuten da vorbei. Wir haben doch jetzt Zeit, weil wir uns den Film nicht mehr ansehen wollten. Oh,
Wir wollten ihn uns nicht mehr ansehen. Darauf läuft es für dich hinaus, auf wir. So interpretierst du, was gerade passiert ist. Schon gut, schon gut. Du benimmst dich ja, als wärst du verrückt. Wer, ich? Ich benehme mich, als wäre ich verrückt? Machst du hier Witze oder was? Oh, 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 oh. Hör dich doch an, da kann man ja Angst kriegen vor dir. Okay, gut, wenn du Jake sehen willst, fahren wir zu Jake. Danke. War das so schwer? Hey, Charlie, die Straße. Bitte. Weißt du, wenn man Kinder hat, empfindet man eine tiefe spirituelle Verbindung. Man spürt das richtig ziehen, wenn ein Kind einen braucht. Interessant. Was spürst du denn, wenn dein Bruder dich hasst? Alan, alles in Ordnung? Oh ja, klar, ich wollte Jake nur kurz sprechen. Er spürt ein Ziehen. Ein Ziehen? Vielleicht muss er auch ein Ziehen lassen. Könntest du Jake rufen? Jake, dein Vater ist hier! Leg das wieder hin, Timmy! Was ist denn? Ich wollte nur sehen, ob es dir auch gut geht. Oh toll, jetzt bin ich tot. Herzlichen Dank. Das geht nicht. Ich musste mit meinem bekloppten Vater reden. Tja, dann hast du ja alles soweit unter Kontrolle und... Tja, also, ich habe gerade leider kein Eis mehr. Könntet ihr ein paar Minuten auf die Kinder aufpassen? Tausend Dank, ich bin gleich wieder da. Die kommt nicht wieder. Sie war 3 Stunden fort. Und als sie endlich wieder da war, stank sie nach Old Spice und Pot. Verstehe. Und sie hatte nicht mal das Eis mitgebracht. Also, machen wir jetzt hier mal einen Punkt und reden ganz allgemein darüber, was Sie für Frauen empfinden. Nein, danke. Wäre Ihre Kindheit ein Thema? Nein. Ihr Vater? Tot. Mutter? Ist schuld. Würden Sie gern darüber reden? Haben wir gerade. Charlie, ich bin nicht sicher, ob wir die gleiche Sprache sprechen. Sind Sie schon mal in Therapie gewesen? Zählt Massagetherapie auch? Nein. Kommt fast aufs selbe raus. Mann allein mit fremder Frau, die ihm eine Stunde berechnet, aber nur 50 Minuten was tut. Widmen wir uns wieder Ihrer Geschichte. Hab wohl einen Nerv getroffen. Okay. Okay, also Jake hat seinen Vater nur links liegen lassen, während wir dort waren. Daher war Alan ein wenig erregt, als wir wieder in den Wagen stiegen. Er hasst mich! Mein einziger Sohn hasst mich! Er hasst dich doch nicht. Er fand's nur nicht gut, dass du seinen Freunden gesagt hast, Lasertags könnten epileptische Anfälle auslösen. Aber weil sie's können. Mag sein, wie es wolle, du hättest die Botschaft auch rüberbringen können, ohne dich auf den Boden zu wälzen, die Augen zu verdrehen und so zu tun, als würdest du deine Zunge verschlucken. Hey, hey, ein Bild sagt viel mehr als 1000... Charlie, halt bitte an. Wieso? Ich muss raus. Ich habe Platzangst. Aber hier kann man nicht... Halt sofort an! Wo denn? Ich krieg keine Luft mehr. Ich krieg keine Luft mehr. Ich muss sofort raus. Okay, okay, raus, okay. Raus, raus. Warte kurz, warte kurz. Oh. Der Gurt will nicht aufgehen. Du musst auf den Knopf drücken. Es geht nicht, es geht nicht. Okay, okay, weg mit deinen Händen. Oh. Oh. Okay. Schon besser. Es ist wieder gut. Ist es nicht? Was? Steig aus! Was? Steig sofort aus! Raus, 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 raus hier! Raus hier! So ist es besser. Das heißt, Sie haben Ihren Bruder am Straßenrand stehen lassen. Er konnte es auch nicht glauben. Allein sein Gesicht im Rückspiegel war es wert. Also, Charlie, wir haben jetzt eine ganze Weile geredet und ich kann nur sagen, ich weiß trotzdem noch nicht, warum Sie zu mir kommen. Haben Sie es eilig? Widerspricht das nicht Ihrem Prinzip der stundenweisen Abrechnung? Weiter. Danke. Als ich dann wegfuhr, wurde mir klar, dass ich jetzt ein wenig Ruhe brauchte zum Nachdenken und Meditieren. Hey. Hey. Wo warst du so lange? Ich war sicher, du würdest mich nicht stehen lassen. Dann wäre das ja wohl erledigt, was die Telepathie betrifft.
Was trinkst du? Keine Ahnung. Was Beruhigendes. Kahlua mit Sahne, bitte. Soll ein Witz sein, er will ein Bier. Musst du mich immer blamieren? Hey, das war ein traumatischer Abend für mich. Ich fühle mich nackt, verletzlich, verwirrt. Ja, ja, klappe, klappe, klappe. Hi. Hi. Ja, yeah, hi. Dürfen wir euch einen ausgeben? Nein, danke, wir sind schon ziemlich besäuselt. Mann, und wie? Perfekt. Ich bin Charlie, das ist Alan. Amy. Beth. Freut mich. Und, wie läuft's? Es läuft gut. Das Bier läuft nur so runter. Und bei euch? Ja, und bei euch? Oh Mann, wo soll ich anfangen? Mit dir redet keiner. Aber was hast du denn, Alan? Ja, aber was hast du denn? Das wollt ihr wirklich wissen? Nein, ihr wollt es garantiert nicht wissen. Vielleicht ist es eine verspätete Reaktion auf meine Scheidung, aber vielleicht liegt es auch daran, dass mein Sohn mich nicht mehr so nötig hat, jetzt, wo er größer wird. Aber es steckt noch mehr dahinter. Ich glaube, das Leben an sich macht mich fertig und es lastet einfach zu schwer auf mir. Oh, du armes Baby. Armes, armes Baby. Erzähl uns alles darüber. Ja, alles. Naja, ich war immer unglücklich als Kind. Gott, und ich war erst bedauernswert. Und das Einzige, was meinem Leben Sinn verlieh, war mein Sohn. Du hast wenigstens einen. Ich hab nichts dergleichen. Außer epileptischen Anfällen. Oh nein! Ja, oh nein! Oh. Oh. Jedenfalls stand ich am Tag meiner Hochzeit vor dem Pfarrer und alle unsere Freunde zappelten um den Altar umher wie eine epileptische Forelle, als ich ihren Vater sagen hörte, diesen Mann darfst du nicht heiraten. Er ist minderwertig. Oh Gott! Ja, oh Gott! Und da wurde mir klar, dass alles Geld der Welt, und davon habe ich viel, kein Ersatz ist für das besondere Ziehen, das man spürt, wenn man bedingungslos geliebt wird. Das Meer. Gehen wir nackt baden. Ja, nackt baden. Kommst du mit? Ja, komm mit. Ich würde ja gern, aber ich bin zu traurig und verschluck mich noch in meiner Zunge. Geht ihr nur allein. Geht schwimmen, planschen, scherzen. Erfreut euch eurer gesunden Körper. Okay, bis dann. Empfindest du keine Scham? Mal nachdenken. Nein, nur ein Ziehen. Mach was, Charlie. Meine Ängste sind echt. Ich will nicht, dass du mein Ziehen missbrauchst, um jemand anderem an die Wäsche zu gehen. Update, Alan. Sie haben die Wäsche schon ausgezogen. Und gleich kommen sie nass und frieren zurück und sehen sich nach Körperwärme. Das bedeutet, jemand mit normaler Hauttemperatur hat jetzt freie Auswahl. Du bist unglaublich. Nein, vorausschauend. Die beiden bleiben nur 2 Sekunden im Wasser. Wir müssen uns beeilen. Ich hol den Wein und du machst ein bisschen Stimmung mit ein paar Kerzen. Tut mir leid, ich bin nicht in Stimmung. Soll das heißen, ich muss dich abfüllen, damit ich einen Stich kriege? Also gut, ich mach mit, aber nur, um dir einen Gefallen zu tun. Danke. Ich werde ihm noch ein Kondom überziehen müssen und einen Flaschenzug besorgen, um eine der Bräute auf ihn runterzulassen. Und weil du mich dazu zwingst, krieg ich Amy. Kommt nicht in Frage. Welche ist Amy? Amy ist die, die die Essstörung überwunden hat. War sie fett oder magersüchtig? Macht das einen Unterschied? Klar, wenn man sie zum Essen einlädt. Amy ist die Brünette. Gut, dann krieg ich Jennifer. Du meinst Beth. Ach genau, B für blond. B kann aber auch für Brünett stehen. Aber Amy ist die Brünette. Als A für Anorexie. Oder B für Bulimie. Stimmt, wir brauchen ein neues System. Riechst du was? Ja, was ist das? Ich habe das dumpfe Gefühl, du willst mich fertig machen. Oh mein Gott, wie ging's denn weiter? Während ich versuchte, den Brand zu löschen, hat mein Bruder dämlicherweise die Feuerwehr angerufen. Warum dämlicherweise? Haben Sie schon mal einen Feuerwehrmann aus Malibu gesehen? Das sind alles junge, braungebrannte Surfer, die mit ihren dicken Schläuchen rumwedeln. Amy und Beth hüpften auf das Feuerwehrauto wie ein Dalmatinerpärchen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ah ja, die Feuerwehr von Malibu. Ich habe ein paar Patienten, die deren Feuerwehrkalender als Masturbationsvorlage verwenden. Ach ja? Beide Geschlechter. Aber trotzdem, Charlie, weiß ich immer noch nicht, wobei ich Ihnen helfen soll. Wegen Ihres Zornes, wegen Ihrer Sexualität. Alkohol? Nein, nein, damit komme ich klar. Dann bitte, wieso sind Sie jetzt hergekommen? Okay, ich möchte mich bei Ihnen für die Zukunft absichern.
Sie wollen sich absichern? Ja, mir ist nämlich klar geworden, dass ich mit ziemlicher Sicherheit irgendwann mal vollkommen überschnappe und meinen Bruder umbringe. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon in psychologischer Behandlung bin, kann ich auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Sie denken daran, Ihren Bruder umzubringen? Psst. Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis. Wo ist der Flaschenöffner? In der Schublade unter der Kaffeemaschine. Wie findest du die als neue Vorhänge? Zu klein. Ich finde sie irgendwie sonnig. Kommt auf den Vielleicht-Stapel. Nur weiter so. Wir müssen die Couch auch neu polstern lassen. Meinst du? Die hat einen ganz schönen Wasserschaden, der sich ja nur zustande kam, weil die Feuerwehrmänner es den Mädels zeigen wollten. Da kannst du recht haben. Weißt du, ich bin dir echt dankbar, dass du in den letzten Tagen so zu mir gehalten hast und mich aus meinem Tief geholt hast. Du bist echt ein guter Bruder. Was würde ich nur ohne dich tun? Und was würde ich nur ohne dich tun? Aber der Gedanke daran ist wunderbar. Men, 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 manly men, 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 men.